Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Herzlich willkommen bei Okitalk heute am 21. März 2020. Astrologisch, soweit ich es verstanden habe, könnte das Datum nicht besser sein, um schlussendlich zum Archetypen des Stern zu kommen. In der Serie Archetypen-Tarot Symbologie, Symbolik, immer noch Astrologie, Human Design und so weiter und so fort. Ich darf begrüßen Michaela und Michael Franz Reinisch sowie Special Guest Stony. Willkommen. Grüß euch, Gott. Hallo, grüß euch. Servus vom Stony. Freut mich sehr, dass wir wieder zusammengekommen sind. Heute, nach der Zerstörung des Turmes, die wir letztens besprochen haben, das sich Auflösen der alten Strukturen, ein neuer Stern erscheint am Himmel. Michaela, wie sieht das denn aus? Ja, also heute haben wir die Karte Nummer 17, der Stern. Da sieht man eine nackte Frau, die kniet mit dem linken Knie am Wasser, der rechte Fuß befindet sich im Wasser und der andere berührt die Erde. Und über ihren Kopf sieht man einen großen achtstrahligen Stern, der was von 7 kleineren Sternen umgeben ist. Und in beide Händen hält sie einen Krug. Mit der rechten gießt sie die Flüssigkeit vom Krug ins Wasser und mit der linken das Land. Und weiter hinten sieht man auch noch einen Baum und einen Vogel drauf. Also das ist jetzt einmal so die grobe Beschreibung. Wunderbar, dann gleich zum Einstieg würde ich das Wort gerne an Michael übergeben. Ich habe schon angesprochen in der Einleitung, ich habe mit in der Nacht heute, oder wie auch immer man das sagen kann, da eben 21. März ist, das ist anscheinend astrologisch betrachtet ein höchst wichtiges Datum. Ich habe nur gesehen, dass online auf Facebook, weil ich einige Astrologenfreunde habe, alle möglichen Videos plötzlich online gegangen sind. Kannst du was dazu sagen, Michael? Voll nicht, nein. Ich habe mir gedacht, wieso ist es? Frühlingsbeginn oder Wiederpunkt? Genau. So, ja, Neubeginn, na gut, ja, wichtig. Aber mehr könnte ich dazu jetzt nicht sagen. Neubeginn in Bezug auf was? Ne? Das wäre die Fragestellung. Neubeginn in Bezug auf was? Ja, in diesem Fall im Tarot würde ich sagen, ein neuer Beginn auf einer höheren energetischen Ebene, kann man sagen. Es sind ja schon einige Prozesse hier durchgegangen, wenn ich mir das anschaue. Also wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, könnte man sagen, da unterscheiden sich wahrscheinlich die Interpretationen, ab wann man aus der langen Nacht der Seele hier wieder herauskommt. Ich habe ja erwähnt, das beginnt sozusagen bei Tarotkarte Nummer 9, der Eremit, der sich mit der eigenen Lampe alleine in die Dunkelheit oder auf den Berg aufmacht, dann diese Prozesse durchgeht. Und jetzt, langsam aber sicher, würde ich sagen, kommen wir da wieder raus. Ansonsten hätte ich nur allgemein gefragt, was auch immer für Informationen du hast im Sinne von Frühlingsbeginn, was das bedeutet oder was aus deiner Sicht astrologisch hier vorkommt. Ich erwähne es auch deswegen, weil ich nur gehört habe, zum Beispiel ja die Idee, was vielleicht eh für viele offensichtlich ist, Frühling für uns auf der nördlichen Hemisphäre oder in Europa bedeutet ja nicht Frühling am ganzen Planeten sozusagen. Das wäre ein Punkt gewesen, den ich angesprochen hätte, ja. Genau, und sonst einfach, was bedeutet Frühlingsbeginn ganz einfach? Ich denke mal, das passt ganz gut zum Stern. Einfach astrologisch, was ist da eindeutig sichtbar, zumindest von unserer Seite her? Oder was sind die Assoziationen, soweit ich verstanden habe? Wieder zum Beispiel, nicht? Wieder, ich will durchsetzen. Ich will durchsetzen. Das ist die kardinale Feuerenergie, die... Also entsprechend im ersten Haus, ne, da wo der Aszendent ist, das ist das, was verwirklicht werden will. Was das genau ist, ergibt sich aus dem restlichen Kreis dann. Aber es ist die Qualität, die Impulsqualität. Es ist eine feurige, sich durchsetzen wollende. Es ist keine reflektierte Zeit. Es ist der Anfang. Ne?
Der Anfang, der Anfang, der Anfang. Und da sehe ich noch ein Quadrat zum Mond. Das ist aktuell, also jetzt gerade die Planetenkonstellation. Da will sich was durchsetzen. Und das was haben wir dann noch? Venus-Konjunktion, also Sonne-Venus-Konjunktion im Widder. Naja, das wäre ein guter Zeitpunkt, um eine Revolution zu starten. Das Problem am Widder ist halt, der Widder ist noch nicht, also jetzt archetypisch, ja, soll sich niemand angesprochen fühlen dadurch. Es ist noch nicht reflektiert, es ist einfach dieser Drang, es ist da, wo du die Waffe abdrückst, dann ist es im Lauf. Aber wie es weitergeht, das ist noch offen. Ne? Und es gibt sichtlich ein Spannungsfeld im Mond, im Krebs. Was ist der Mond im Krebs, der will sich wohlfühlen, der wieder will drauf losrennen? Tja, und der Pluto ist noch immer im Steinbock. Ja, irgendwas geht auf jeden Fall los. Also das ist, da braucht es jetzt keine Astrologie zur Zeit. Ne? So, seit einem Jahr ist jedem klar, dass was rennt. Und alle fragen sich was, aber es rennt was, das ist fix. Ich habe auch gehört, Chiron ist in einer spannenden Position. Ja, ist gleich daneben. Ja, auch wieder. Ja, genau. Der verwundete Heiler. Puh. Es ist schwer, mundan zu erklären. Ich schau mal, was das. Es gibt ja ein Österreich-Horoskop, da können wir die Transite schauen. Das dauert ein bisschen. Das ist okay, da können wir gleich dazu kommen. Also, wir haben hier den Stern, das ist genannt im Gnostischen die Tochter, das ist auch so spannend, Daughter of the Firmament, also die Tochter des Firmaments. Ist das der richtige Begriff auf Deutsch auch? Firmament sagt man so, nicht? Firmament gibt's, ja. Genau, auch spannende Idee in Bezug auf die Perspektive, die man hat auf sozusagen den Himmel. Das Firmament, so wird es ja oft, soweit ich das verstehe, in älteren Texten genannt. Und würde auch darauf hinweisen, dass es fix ist, also firm, fix. Ja. Assoziationen sind unter anderem die Erfüllung der Wünsche, Hoffnung, in dem Fall spannenderweise auch Spiegelung, also die Reflexion steht hier genau drinnen, die der Widder nicht hat. Ja. Glaube, im positiven Sinne, also Faith, unerwartete Hilfe, die Realisierung von Möglichkeiten und spirituelle Einsicht. Der Stern hier ist assoziiert passenderweise zum Wassermann und die Götterassoziationen wären Juno, Athena, also Athena, Ganymed, Ahefi, Aquaris und Nuit. Einige von denen kenne ich nicht. Athena wird bekannt sein aus dem Griechischen und Nuit ist die, so wie ich das verstanden habe, ägyptische Göttin, ja, des Voids oder des Nichts fast, also wo alles beginnt. So wurde das in einem Buch zumindest, in dem es um Magie geht, da beginnt das erste Kapitel mit Nuit, ägyptische Göttin. Klingt nach Nacht auf Englisch, na, Französisch. Genau, nee. Nuit. Ja. Void finde ich gut. Genau, hier sind wir. Bitte, ja. Nein, ich habe jetzt das Österreich-Horoskop. Das wäre mit Staatsvertrag, ne? 15. Mai 55 um 11.31 Uhr. Und da haben wir auch, also Österreich hat schon ein Sonne-Mond-Quadrat. Das ist ein Spannungsfeld. Im Geburtshoroskop. Und jetzt wäre so diese aktuelle Zeitqualität, die du angesprochen hast, wäre Sonne, Chiron und Venus im Widder und das wäre bei Österreich im achten Haus, das Haus von Tod und Wiedergeburt. Das wäre schon ganz nett. Also sterben tut es ja eh schon lang. Wir sind schon über der Hälfte von dieser Phase. Die Art und Weise, wie es wiedergeboren wird, das ist ja die eigentliche Frage. Wie lange dauert die Phase noch? Ist jetzt spannend natürlich. Naja, nicht lang. Sonne geht schnell. Nein, ein Monat ist in einem anderen Zeichen.
Also dann sind wir schon im Stier und im neunten Haus, beziehungsweise in Barock, was da mal heute ist. Und das heißt, heute ist er zu Beginn. Und dann ist er in 10 Tagen, glaube ich, sind das 10 Grad, wird die Sonne, geht schon ins neunte Haus über von Österreich. Also da wird es dann philosophisch oder inspirierend. Da werden dann die Ideen kommen im großen Maßstab wahrscheinlich. Da gibt es dann auch einen Transit über die Venus von Österreich, die ebenfalls im neunten Haus ist. Und in knapp 30 Tagen geht es dann in den Stier, was auch immer das heißen mag. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich da. Also das ist schwierig. Dass die Sonne und Mond im achten Haus ist. Sonne und Venus. Das ist eine gute Metapher, finde ich. Ne? Also das stirbt ja eh schon die längste Zeit Österreich, jetzt unter dem Gesichtspunkt von Auflösung und Einbindung in die EU oder welche Konglomerate da am Rennen sind. Wirklich. Seit wann rennt dieser Prozess nach diesem Modell jetzt? Nö, das ist jetzt kurzfristig. Okay, das ist auch aktuell, ja? Ja, ja. Das ist jetzt keine Langzeitperspektive. Warte mal kurz. Was ich noch gerade interessant finde, weil der Michael das jetzt sagt mit dem 8. Haus, dass die 17. Karten auch die Rückkehr von der Menschenseele zur Weltenseele repräsentiert. Und es gibt auch im Sanskrit den Ausdruck Dishambara, was so viel heißt wie Himmelskleid, oder? Dass man eigentlich nackt ist, aber man ist nur mit dem Himmel bekleidet. Was aber wiederum auch wieder ein Name von Shiva ist. Und Shiva ist ja Zerstörung und ja, das finde ich passt ganz gut in die Zeit ein. So. Also die langfristigen Themen sind eher der Pluto im fünften Haus, also im Steinbock von Österreich noch der Spielspaß. Das hat sich ja sehr verändert in den letzten, was haben wir jetzt, 13 Jahre rennt der Prozess schon. Und Saturn und Jupiter im sechsten Haus, im Wassermann. Das ist jetzt ein Ganzzeichenhoroskop. Das ist auch also die Arbeiten und die Pflichten und die Hygiene. Wir haben ja den Chiron im sechsten Haus von Österreich. Und den Mond auch. Chiron und Mond ist im sechsten Haus, im Wassermann. Und da ist das Wassermännische, da sind wir eh schon beim Thema. Das wird halt jetzt einer strengen. Weißt du, die Pflichten, die sechstes Haus sind die Pflichten. Die Pflichten, die Arbeit, die man um der Pflicht willen nicht um Vergnügen tut. Das ist nicht die Berufung. Jungfrau, oder? Jungfrau, genau. Und eben auch Hygiene, Gesundheit, Krankheiten zeichnen sich im sechsten Haus oder unter anderem im sechsten Haus. Und da ist jetzt der Saturn, da hatten Saturn und Jupiter, das ist 21. Dezember ist das, war die große Konjunktion im Wassermann. Und das betrifft unser sechstes Haus und ist dann gleich einmal über den Chiron gelaufen. Naja, groß geheilt wirkt es nicht auf mich, die Thematik. Nach wie vor nicht. Und so Heilung in dem Sinn ist eigentlich nicht zu erwarten, aus meiner Sicht, was ich so mitbekomme. Ich warte eigentlich auf den Impuls, dass wir überhaupt einmal beginnen zu heilen. Das wäre viel wichtiger. So im Sinn von, wir leben ja sehr verrückt kollektiv. Es ist nicht nur Österreich, aber Österreich ist der Ort, wo ich mitreden kann. Wir haben keinen gesunden Lebensstil, haben wir einfach nicht. Wir gehen nicht gesund um mit der Umwelt. Wir gehen auf keinste Weise gesund um mit unseren Kindern. Das ist ziemlich fürchterlich, was da rennt. Also ich hätte uns viel, viel weiter geglaubt als Nation, aber auch als menschliche Art. In den letzten Monaten oder Jahren sind ja die Abgründe der Gesellschaft ziemlich hochgekommen. Das ist eine der verrückten Zeitqualitäten, dass es so offensichtlich wird, wie daneben wir herumrennen. Genau. Und
Also da ist einfach wahnsinnig viel Arbeit vor uns noch, wirklich. Es müssen sich die Menschen selbst renovieren oder restaurieren und die Umwelt gehört renoviert und restauriert. Wir haben eigentlich alles kaputt gemacht. Die große Fragestellung ist ja zurzeit, machen wir jetzt weiter damit und machen jetzt irgendwie so eine Krieg der Sterne-Diktatur oder lassen wir den Schritt aus. Weil eigentlich kennen wir es ja schon, ne? Und beginnen wir mit den Aufräumarbeiten der Absurdität der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Im idealen Fall nach der neuen Medizin könnte man ja auch sagen, dass sich zumindest Europa oder die ganze Welt im besten Fall, wie gesagt, durch die aktuelle Situation bereits in einer Heilkrise befindet. Das würde ich mir natürlich wünschen, in dem Sinne, dass man sagt, die Situationen, wo es dann wirklich erst aufbricht und sichtbar wird, weil das, was alles passiert, egal von welcher Ebene man es betrachtet, hat sich ja akkumuliert sozusagen und jetzt wird maximal erst die Unterdrückung und die Struktur sichtbar, die ja ohnehin sich im Hintergrund schon längere Zeit aufgebaut hat und selbst hinter einem Vorhang, sage ich mal, schon viel stärker ausgeprägt war und jetzt allerdings offensichtlich wird. Erinnert mich auch natürlich an den Wechsel, den großen Wechsel von Fischer zu Wassermann, wo ja auch die Idee wäre, in dem Fall von der Illusion oder Fantasie potenziell mehr in eine Rationalität oder Klarheit zu kommen, die natürlich ihre eigenen Tücken hat, dann die übermäßige Technologisierung. Wahrscheinlich reden alle deswegen seit 5 Jahren dauernd von Digitalisierung und wir sind wieder drauf gekommen vor kurzem, bringen es trotzdem nichts zahm aus meiner Sicht, aber gut. Auf jeden Fall, dass hier einiges sichtbar geworden ist, das vorher nicht sichtbar war, auch aufgrund des Übertritts in den Wassermann, wäre ein Anzeichen astrologisch aus meiner Sicht. Absolut, Wassermann-Technik, ja. Und ich meine, es wäre interessant zu wissen, wie viel von dem Ganzen, was wir erleben, tatsächlich von Menschen gesteuert ist und tatsächlich von Algorithmen. Also diese Feldversuche, die wir da machen seit einiger Zeit. Das, was mir auffällt, ist, dass die Menschen immer dümmer gemacht werden und die Maschinen immer intelligenter, was ich für eine schwere Themenverfehlung halte. Es sollte umgekehrt sein. Also der Einsatz von künstlicher Intelligenz, und das aber ist ja, wir haben gerade mal damit begonnen, ne? Und geben schon so viele Entscheidungen ab an die künstliche Intelligenz, die aber von Menschen entwickelt wird. Und das nicht wertend im Sinn von negativ oder positiv, sondern objektiv. Wie viel Erleuchtete programmieren AI? Das würde mich Exakt. wundern, ja? Das würde mich echt wundern. Und der Trip ist so naheliegend, auf das reinzukippen. Da gibt es auf Arte jetzt eine wunderschöne 90-Minuten-Doku, die heißt E-Human. Oder AI-Human. Und die reden da ganz offen drüber, aber die Konsequenzen davon sind so fassungslos. Da kommt der schöne Satz vor, dass wir jetzt endlich so weit sind, oder wir sind so weit, dass wir tatsächlich eine Diktatur machen können, aus der man nicht rauskommt. Und das ist natürlich verlockend. Das ist so, hey wow, auf der Ebene hatten wir es noch nicht. Und die andere Seite, die aber auch nicht schläft, also die mit den guten Motivationen, wo ja historisch nie ganz klar ist, welche die bessere von beiden ist, was das Ergebnis angeht, ist auch auf das reingekippt. Und unterm Strich spielen wir mit einer Technik, die wir in keinster Weise in der Hand haben. Aber mit Menschen, die zusehends gestresst sind, einfach durch ganz normales Leben. Und Stress blockiert Teile vom Hirn, die unbedingt notwendig sind, um Fehler zu vermeiden. Naja, riskant. Ja, so wie du das erwähnst, im Sinne von, dass die absolute Diktatur realisierbar ist, da darf ich natürlich denken, und die Patente zumindest gibt es ja wirklich, ist ja vielleicht bekannt, in dem Fall, ich glaube wirklich ja direkt Bill Gates, auf jeden Fall die Idee, warum nicht einen Mikrochip verbinden, wie er das auch immer genau gestaltet ist, in Wahrheit eine
App würde es genauso gut machen, mit in der verbesserten Version dann eben Kryptowährungen, die man bekommt, wenn man nicht zu schnell atmet sozusagen. Und in der bereits realisierten Variante, was es sowohl in zumindest Teilen Chinas und auch in Nordkorea schon länger gibt, ist natürlich das Konzept dann ja von allen möglichen Rating-Systemen und Bewertungen. Auch natürlich spannend jetzt in Bezug auf den Stern, da wir hier da geht es um eine andere Logik und um eine andere Lokalisierung des Werts, die nicht von außen zugeschrieben wird, sondern die eigentlich eine innere Erkenntnis ist, sind natürlich diametral entgegengesetzt, diese Ideen. Und auch ganz interessant finde ich, weil es heißt immer, um in die nächsthöhere Bewusstseinsebene zu kommen, nächsthöhere Dichte, egal wie man das nennen möchte, Dichte im Sinne von Density, Dimension, wie auch immer, es wird vom Aufstieg gesprochen, ganz egal, wie man das genau nennt, auf jeden Fall, dass es, um das zu erreichen, unabdingbar ist, dass es einem komplett egal ist, was andere über einen denken. Und das ist natürlich wiederum der diametrale Gegensatz zu allen möglichen Likes, wer hat wie viele Subscriber, wie viele Views und dann in der noch diktatorischeren, kontrollierenden Form eben wer ist wie sehr in Konformität mit was auch immer das Herrschaftssystem vorgibt. Das war bisher zwar, würde ich sagen, auf unterschiedlichen Weisen auch so, alleine durch Geld und Macht. Jetzt natürlich kann man mit Technologie hier noch eine ganz eigene Ebene einführen und hier wird wahrscheinlich die Grundsatzentscheidung dann fallen dürfen, ob man sich von externen Faktoren abhängig macht, genauso sein Selbstbild, oder ob man hier eine Erkenntnis in sich findet. Dass man sich nichts drum, wie hast du es formuliert, nicht, dass man sich um nichts kümmert, wie die anderen dich sehen, war das so? Genau, dass einem einfach klar ist, dass es nicht darum geht, was die anderen über einen denken, sondern was man selbst über sich denkt und wie es sozusagen mit dem eigenen Gewissen steht. Ich denke mal, der eigentliche Schritt ist nicht, dass man sich nichts drum kümmert, wie die anderen denken, sondern dass man so authentisch, also jetzt authentisch im Sinn von jetzt bezogen lebt, dass der Gedankenraum gar nicht gegeben ist, darüber nachzudenken. Das ist technisch anders. Also einmal gibt es ein Ich, das sich nicht drum kümmert, was die anderen denken, und beim anderen ist es tatsächlich nicht existent. Exakt, natürlich gleich das nächste Level von Michael präsentiert. Im Idealfall hier ein fließender Übergang. Ja, so wie ich es formuliert habe, wäre sozusagen der Schritt, wo man es noch bewusst bemerkt, wenn man getriggert wird oder wenn man merkt, wie sehr man sich vielleicht von den Meinungen anderer beeinflussen lässt. Was natürlich klar ist, das Individuum, das einen selbst am besten kennt, ist man selbst, in meiner Erfahrung zumindest. Ja, und auch das Kritischste. Auch in den meisten Fällen. Sehr richtig. Was nicht heißt, dass die Kritik gerechtfertigt ist. Es ist nur penetrant kritisch. Das ist ja das, diese, was war das, The Century of Self, diese Doku. Da haben sie eine ganze Folge, haben sie dem gewidmet, There is a Policeman Inside You. Und das, was wir halt jetzt kollektiv extrem betrieben haben mit unserem Bildungssystem, ist die Selbstknechtschaft. Das haben wir kultiviert. Also man braucht sie gar nicht beherrschen, es reicht, wenn sie glauben, dass sie beherrscht sind. Und den Rest machen sie ja eh selber. Also die Folgen von Pavlov sind zu erkennen. Es ist jetzt sehr offensichtlich, dass wir kollektiv konditioniert sind. Und da braucht es keine Gruppe, die das tatsächlich vorhat. Es würde mich nach wie vor wieder wundern, dass es die gibt, die so perfekt arbeitet. Aber es kommt raus, dass wir sind. Und das, was du vorher mit Chip angesprochen hast und alles, worüber wir gesprochen haben jetzt, ist ja noch total im Materialismus vorhanden.
Verhaftet, ja genau, dem Materialismus verhaftet. Das war das Programm der letzten 200 Jahre. Und jetzt geht es in das Luftige über. Also da ist an sich eine Erleichterung zu erwarten, aber auch ein großer Umbruch in der Art und Weise, wie es weitergeht. Es wird eben nicht mehr über rein materialistische Philosophie gespielt. Es kommt was Feinstoffliches ins Spiel. Nur wir stehen völlig am Anfang. Und im Moment erscheint mir der Fokus auf Algorithmen höher als auf Selbsterkenntnis in den Schulen. Und das ist problematisch. Ja, hier würde ich einen Paragraph lesen, in dem Fall von American Terror, im Sinne von auch zu sehen, dass es hier um eine Grundsatzentscheidung und um eine Umorientierung geht, auch in der Progression des Tarots vom Turm zum Stern. Und hier wird gesagt, wenn immer alle Hoffnung verloren zu sein scheint, wird der Stern wieder auftauchen, um zu beweisen, dass sie in Wirklichkeit nichts verloren haben, außer vielleicht ihren Blick auf den Weg zur Erleuchtung. Und auch ohne diesen Blick zu haben, wird der Stern ihren Weg erhellen. Sein Licht ist kein blendender Blitz wie die Blitze des Turms, sondern strahlt ein sanftes Leuchten aus, das wärmt und tröstet, anstatt zu brennen und zu zerstören. Sie müssen sich daran erinnern, dass diese beiden Energien letztendlich vom selben Ort am Himmel kommen, vom Himmel selbst. Nachdem das Licht des Turms den falschen Pfad zerstört hat, dem sie gefolgt sind, führt sie das freundliche und sanfte Licht des Sterns zurück zum richtigen Pfad. Der Stern ist eine Karte des Glaubens, sowohl in deine eigene Kraft als auch in jene Kräfte, die größer sind als die eigenen. Wenn der Turm all die Negativität in ihrem Leben hinwegfegt, brauchen sie wieder etwas, um die neu entstandene Lücke zu füllen, und der Glaube ist ein guter Anfang. Was genau ist Glaube? Man könnte sagen, dass Glaube ein Glaube an bewusste oder unbewusste Erfahrung ist, die uns vielleicht nicht direkt bewusst ist, dessen Auswirkungen wir aber spüren können. Wenn Sie an irgendeine Kraft glauben, kann sich diese Kraft in Ihrem Leben auch manifestieren. Zu glauben, dass etwas passieren wird, ist genauso sicher wie jeder andere Weg, um es zu verwirklichen. Also hier sind wir ganz, ich würde natürlich sagen, Bashar-Style beim Konzept, dass man das erlebt und manifestiert, was man am stärksten glaubt. Und diese Perspektive finde ich so fundamental, weil gerade angesichts der aktuellen Situation, vor allem für jene, die jetzt neu viele Ebenen entdecken und vielleicht auch durch das letzte Jahr wachgerüttelt worden sind, gibt es dann manche, die dann erst beginnen sozusagen zu sehen, wie lange sich hier eine Negativität schon aufgebaut hat. Und wenn das plötzlich sichtbar wird, kann es für manche, die nicht absolut in sich selbst gefestigt sind, auch ein bisschen bedrohlich wirken, sage ich mal. Ist das verständlich? Im Sinne von Algorithmen, AI, irgendwelche Patente, irgendwelche verrückten Lockdowns und so weiter und so fort. Also das, was ich jetzt einfach so vorher mit dem Turm, symbolisch, also quasi die Welt der Erscheinungen, und wo die Menschen mit einem Bewusstsein drin hängen, also immer nur in der Erscheinung, sie beschäftigen sich nur mit der Erscheinung und den Blick eigentlich wieder auf die Wirklichkeit richten und eben die Erscheinung einmal beiseite lassen, weil das ist sowieso nur die Illusion und da kommt dabei nichts Gutes außer. Woran es auch natürlich gleich erinnert ist, wir sind hier ja beim Wasser. Hier zum einen die Symbolik. Luft. Ja, Luft. Ja, also es ist auch Wassermann, ja, im Sinne von der Stern. Also die Frau ist ja am Wasser, ja, was allein die Möglichkeit gibt einer Selbstreflexion. Steht ja auch Reflexion. Das kommt dann, soweit ich weiß, beim Mond dann nochmal mehr auch. Aber eben diese Idee raus aus dem Turm, wo ich nur die Wand sehe oder wie auch immer, und zum Teich oder wie auch immer, ganz simpel jetzt betrachtet, wo ich mich selber überhaupt wieder mal erkennen kann, durch das Wasser, symbolisch natürlich das eigene Unterbewusste oder Unbewusste. Das bedeutet
genau diese Umorientierung, wie du, finde ich, ganz richtig gesagt hast, weg von der materiellen Struktur, die ohnehin überbordend geworden ist, und wieder zurück zum Selbst. Das stimmt, glaube ich, grundsätzlich immer, ne? Zurück zum Selbst. Das ist, solange es nicht wirklich aus, also so als normal etabliert ist, ist es immer zurück zum Selbst und ein Schritt nach vorne und zurück zum Selbst. Ich finde es wichtig, dass der Wassermann Luft ist. Also es ist ein rationaler Umgang mit Emotionen, aber es ist kein emotionaler Umgang mit Emotionen. Das ist ja ein bisschen so die Qualität dieser Zeit auch, dass das gedacht wird, wie es den, mehr oder weniger, wie es den Lebewesen gut geht. Ich beobachte das, oder ich kriege das immer wieder mit in der Landwirtschaft und der Tierhaltung. Und da gibt es Leute, die denken darüber nach, wie es den Viechern gut geht. Und es ist sowas von daneben. Es könnte falscher nicht sein. Aber es wird halt gedacht und ein Wassermann ist ja, der Wassermann bricht die Strukturen auf vom Steinbock. Der Steinbock kommt mit dieser absolutistischen, so ist es und so rennt. Und der Wassermann gibt ihm noch einen Spin und nickt ein paar Sachen ab, die nicht unbedingt notwendig sind. Also er sprengt auf, er macht die Erde flexibler oder er bläst es noch einmal durch, ne? Und das geht dann weiter in den Fisch, wo es transzendiert wird. Aber es ist ein rationales Zeichen. Mehr Licht denn Liebe. Sehr interessant. Weil du von, ich an das Beispiel denken musst, du von Landwirtschaft gesprochen hast, magst du dein Beispiel nennen mit den Hühnern? Weil das wahrscheinlich das wenigen Menschen bekannt ist. Na gut, also ich habe Hühner. Ich habe mir ausrangierte Hühner geholt und es wird einmal im Jahr, also bei Legehühnern, die werden einmal im Jahr, werden die ganzen getauscht. Und das war ein Biostall, ein Biolandwirt. Und wir hätten den Stall gesucht im Ort, dann hat sich herausgestellt, nein, der Stall ist außerhalb, und haben den gesucht und sind dann vor so einer riesigen Halle gelandet. Und in dieser Halle waren 2000, das war eine doppelt unterteilte Halle, und da waren je 2400 Hühner drinnen, was unfassbar klein ist für Betriebe. Ja? 15.000 in Österreich ist Norm bei den Masthühnern, und es geht rauf. Also mir da erzählt, in Südamerika gibt es diese Betriebe mit 1,5, mit 15 Millionen Viechern. Das ist absolut unfassbar. Also gut, und dann waren da halt 2400 Hühner und wir haben 12 Hennen und einen Hahn mitgenommen. Und das ist ein Biostall, ja? Also da können die Viecher raus, da ist irgendwie ein Riesenfeld drumherum oder so eine Wiese, wo aber jetzt gerade keine draußen waren. Ich weiß nicht, ob sie sonst draußen waren. Und da drinnen leben dann Tiere ein Jahr lang und die fressen die ganze Zeit oder haben halt Masthühner, ja, die müssen dick werden. Ein Masthuhn, was echt interessant ist, ein Masthuhn lebt 30 Tage. Also vom Küken zur Schlachtung lebt das 30 Tage. Und in der Zeit legt es 1,25 Kilo zu. Absolut unfassbar. 30 Tage, ja. Und das waren total liebe Leute. Das ist der Wahnsinn. Es sind immer liebe Leute daran beteiligt, an dem Irrsinn. Und da gibt es also diese Hühner und dann gibt es die Hähne, und den Hähnen tun sie irgendein, er hat gesagt, das ist so eine Art Viagra, was in dem Futter drinnen ist. Und die Hähne müssen halt die Hühner bespringen, damit diese Eier befruchtet werden, weil das, was dieser Betrieb produziert hat, waren die Eier, aus denen dann die Masthühner ausgebrütet werden, die dann 30 Tage lang leben. Also die haben weder Eier zum Verkauf noch Hühner zum Verkauf produziert, sondern die Eier, die dann ausgebrütet werden, auf das sie dann
als Biomasthuhn oder Biohändel im Regal liegen können. Und nach diesem Jahr kommt dann der Hühnersuppen- und Tierfutterproduzent, holt die ab. Die werden geschlachtet, werden dann eben versuppt oder kommen ins Hühnerfutter und ins Tierfutter. Dann wird der Stall ausgeräumt, desinfiziert und dann geht das Spiel von vorn los. Und das Ganze ist halt von wegen materialistischer Motivation ein gutes Geschäft, also industrielle Landwirtschaft. Aber Bio, Leben, artgerecht, irgendwas in die Richtung, es ist einfach nur absurd. Und ich habe die Hühner jetzt die zweite Woche, ja genau, seit 2 Wochen sind sie da. Und mich würde interessieren, die werden aufgeweckt. Also jetzt haben sie dann schon so ihre Revierkämpfe und ähnliches. Sie sind unglaublich viel dynamischer geworden. Und der Hahn ist nicht mehr ganz so fickrig drauf, wie er vorher war. Und jetzt würde es mich halt noch interessieren, inwieweit diese Viecher Antidepressiva ins Futter gerieben. Weil die waren total fromm und haben sich in keinster Weise gezankt. Und jetzt nach 14 Tagen im Zug von diesem Futter sind sie halt vollkommen andere Lebewesen. So, was ist da jetzt? Ne? Ich hätte das gegoogelt, ich habe nichts gefunden, was in diesem Mastfutter drinnen ist. Nichts, nichts dergleichen. Das ist die Hühnergeschichte. Das würde ich sagen, ist schon mal ein Fall für Arte. Was ich konkret noch interessieren würde, ist, du hast erwähnt, wie viel Eier sie gelegt haben mit dem einen Futter und wie viel jetzt, wenn du sie sozusagen, ich würde jetzt sagen, artgerecht ernährst. Ja, zu Beginn haben die recht fleißig gelegt, also eigentlich jeden Tag. Ich habe in der ersten Woche habe ich 30 Eier, gut 30 Eier zusammen gehabt. Bei 13 Tieren ist das ungefähr, ja, jedes legt eins alle 2 Tage, kommt das hin? Jetzt müsste ich rechnen, nein, ich versuche es gar nicht. Und jetzt, wo sie auf also ganz normalen Getreide oder Körnelschrot und Komposthaufen zur Verfügung haben, hat sich halbiert, die Legeleistung. Wobei, nach einem Jahr ist es bekannt, da geht es auch zurück, aber gut, das wird nicht auf die Woche genau stimmen. Also die ist deutlich zurückgegangen. Im Moment habe ich alle 2 Tage 3 Eier von 12 Hennen. Und fühlst du dich jetzt nicht betrogen dadurch oder so? Das ist eine interessante neue Beziehung. Das ist meine erste Beziehung mit Dinosauriern. Es ist, ich kann eigentlich nicht wirklich was dazu sagen. Das ist so ein Aha, Aha, Aha. Und es ist eine Interaktion mit einer neuen Spezies. Ich bin ganz am Anfang. Ja, also ich vermute ohnehin, dass es bei dir ja nicht darum ging, dass um die Maximierung von Frühstückseiern oder so. Ich habe mir nur so gedacht, ich meine, bei 12, ich kann das ja nicht einschätzen, aber ich denke mir, wenn man gerne mit den Tieren lebt, ich vermute, so teuer wird es nicht sein, die zu füttern. Dann denke ich mir, ein paar Eier ist nett. Und allein für das Feeling sozusagen heißt es auch, dann bin ich auch schon fertig mit dem, möchte aber was Paralleles dann hinzukommen, nämlich auf das Eierlegen. Heißt das auch, dass der Hahn jeden Tag in der Früh kräht, oder wie ist das? Nö, das ist ein ziemlich ruhiger. Es war interessant, wir haben den Bauern gefragt, was das für Viecher sind und dass die, also welche Rasse ist das? Und die Hennen, da hat er irgend so was wie RJ45 gesagt, also irgend so eine technische Bezeichnung. Standardisiert, super. Ja, genau, das sind Hybridhändler und da ist nichts mit. Oh. Naja, dennoch standardisiert, aber ja. Ja, na voll, das ist ein Dinhuhn. Und der Hahn heißt Color, den hätte ich versucht zu finden, habe ihn aber nicht gefunden. Das ist ein Riese, der hat 5 Kilo. Das ist ein Viertel so groß wie mein letzter Hund. Aber er ist nicht sehr schreiend. Es gibt deutlich lautere Arten. Ja. Ja, das mit den Fressen, na, die fressen gewaltig. Also die fressen 1,5 Kilo Körneln am Tag, ja. Und
Eine Kilo Körnung im Vergleich zu, wenn, also jetzt bleiben wir bei der Rechnung und sie legen alle 2 Tage 3 Eier, ein Huhn, ein Hühnerei, wobei mittlerweile ist echt auch Bio gestorben für mich, was Eier angeht. Ein Bio-Ei, glaube ich, kostet um die 40 Cent, oder? Und Das sind dann die sogenannten Nuller-Eier, nicht? Das wäre Null schon, oder? Die beste Klasse. ja, je nachdem, es geht nach Größe und Gewicht, ne, die Eiklassen. Aber so ein Und großes Ei. auch nach der, wie sehr sie, also weil ich das verstanden habe, wenn das noch richtig ist, war es in Österreich mal so zumindest, Null war, glaube ich, biologische Haltung, 1 Bodenhaltung und 2, glaube ich, dann Käfighaltung, so in die Richtung. Ah ja, okay, also Bio-Ei, ne? Über Käfighaltung oder na, Käfig, glaube ich, ist verboten mittlerweile. Bodenhaltung, ja. Ich meine, es gibt wirklich genug Videos über Hühnerfarmen. Man möge sie sich anschauen und überlegen, ob da ein Lebensmittel rauskommt, dessen Information man unbedingt in sich drinnen haben will. Ja? Weil eins ist klar, Hühner sind Wald. Sind Waldvögel oder Waldbewohner. Und das sind keine Herden mit 2.500 Tieren. Das heißt, die haben einen gewaltigen Dichtestress. Ja. Und deswegen war diese Überlegung mit Psychopharmaka im Hühnerfutter, weil da war total die Ruhe. Da war kein Stress in dem Sinn. Und die Überlegung, Psychopharmaka ins Tierfutter zu geben. Ich habe es gegoogelt. Also bei Haustieren habe ich was gefunden. Mehr oder weniger, wenn der Hund zu aufgeregt ist, dann könnte man doch irgendwie eine schöne Pille probieren. Und dann ist er gleich viel chilliger drauf, der Köter. So super absurd ist. Ich meine, der Wahnsinn nimmt kein Ende. Bald tun sie es ins Rattengift hinein. Also eine Herde mit so einer Größe, die muss an sich gestresst sein und wenn sie das nicht ist, ist es höchst seltsam. Ich weiß nicht, wie die Normalherde bei Kühen ist, aber bei denen glaube ich es nicht. Also ich sehe immer wieder, es gibt im Waldviertel gibt es Weiden und das sind die Kühe und die Herden draußen und die haben die Ruhe weg. Aber wenn du die Herde dann einsperrst in einen Stall, ist jetzt bei Bio endlich verboten worden, angeblich, Stallhaltung. Aber armer Gütesiegel, Fleisch, die sind, das musst du auch auf der Zunge zergehen lassen, von wegen Information im Essen. Das sind die Kälber, die wachsen auf der Weide auf und den Rest der Zeit werden sie dann, ich glaube, ein Dreivierteljahr ist das, werden sie dann, dürfen sie angekettet im Stall sein. Gekettet, angekettet im Stall. Das heißt, die sind ein halbes oder dreiviertel Jahr auf der Weide und dann sperrst du sie ein Dreivierteljahr und dann werden sie abgeholt und geschlachtet. Das ist das Fleisch, was man bei Spar kaufen kann, habe ich mir Armer erklären Gütesiegel, lassen. Armer Qualität aus Österreich. Gütesiegel, ja, genau das. Ja. Und wieder, total liebe Leute. Aber das ist das Ergebnis. Hier möchte ich nur konkret erwähnen, deswegen habe ich auch gefragt mit dem Null, im Sinne von wahrscheinlich, wo du warst, war auch schon so ein, gut, die haben die Eier nicht so verkauft, die sind vielleicht ein bisschen anders noch reguliert, aber dass die beste Bezeichnung, die standardisiert ist, die Null-Bezeichnung, noch immer nicht bedeutet, dass wenn man mit sozusagen geradem Blick sich das anschauen würde, man wirklich behaupten könnte, dass die Tiere artgerecht gehalten werden, geschweige denn, dass sie irgendwie glücklich sind oder machen können, was sie wollen oder ihre normalen Triebe ausleben können, ohne dass sie künstlich begrenzt sind durch Raum oder durch potenzielle Zugaben im Futter etc. Da du das ansprichst, hier konkret, was auch in meinem Weltbild natürlich zum Stern zusammenpasst, im Sinne von der Hoffnung und im Sinne von dieser Idee des Ungreifbaren, das aber alles möglich macht. Also die neue Hoffnung, das Potenzial, das Unendliche. Und zwar konkret in Bezug auf Hühner, nämlich gibt es eine spannende Idee, und zwar von Louis Kevran, den ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Da gibt es ein Buch, das nennt sich Biologische Transmutation, auf Englisch Biological Transmutations. Und hier ist ein Beispiel, ein konkretes mit Hühnern.
Und zwar hier wird beschrieben, wenn man denn an Materialismus so stark glauben würde, ist ja auch bestimmt, dass die Elemente grundsätzlich unabänderbar sind. Obwohl, soweit ich das verstehe, selbst im, sage ich mal, Mainstream-Konsens, der eigentliche einzige Unterschied zwischen den Elementen ja die Anzahl von, wenn ich es richtig sage, Protonen ist, die die Qualität verändern soll, der unterschiedlichen Elemente. Auf jeden Fall ist Louis Kevran in seinen Forschungen unter anderem aufgefallen, dass er sich Händeln hält. Die werden gefüttert. Da ist natürlich ganz genau bekannt, wie viel Prozent, in dem Fall glaube ich, ging es um Kalzium, in dem Futter drinnen ist. Und dann hat er sich angeschaut, wie viel Eier die denn legen und wie viel Kalzium da in der Schale oder wie auch immer drinnen ist. Und ist drauf gekommen, das ist viel zu viel. Also wenn das wirklich nur ein 1 zu 1 Input-Output-System ist, in dem es nicht möglich ist, dass Elemente sich zumindest innerhalb von biologischen Systemen abändern können, im Sinne von biologischer Transmutation, dann wäre es rechnerisch praktisch nicht möglich, dass die Hühner so viel Eier legen. Finde ich ganz ein interessantes Beispiel. Absolut, ist ja bei uns auch so. Ne? Wenn du einem Putzi zuschaust, wie es wächst und was du da reintust und in was es umgewandelt wird, das steht ja auch in keiner Relation. Also die Knochen und die Gewebe, das kommt nicht alles aus der Mutterbrust raus. Da ist schon noch ein anderer Prozess am Tragen. Der mit Prana und Atmen und Lichtnahrung und so weiter ja ganz gut zu erklären ist. Ne? Also wir können Stoffe erzeugen, die wir nicht zu uns nehmen. Naja, das glaube ich sofort mit den Hühnern. Das glaube ich sofort. Dass die nicht annähernd so viel Kalk essen, wie sie ausbilden. Hier sind noch zu erwähnen, für alle, die es wirklich interessiert, gibt es einen Begriff namens Chesterhedron, so wie Tetrahedron, aber Chesterhedron. Und das ist zumindest der Vorschlag eines potenziellen neuen platonischen Körpers, der das Herz repräsentieren soll. Und hier gibt es dann auch Spekulationen. Ich habe jetzt leider den genauen Begriff oder Namen des Arztes nicht mehr im Kopf. Aber es gibt Spekulationen, dass es auch sein könnte, dass im Herz, da geht es um die vierte Herzkammer und um einige solche, um, ich vermute schwer, die Zellspannung und so weiter auch. Und da gibt es Vermutungen, dass es sein kann, dass diese Transmutationsprozesse vor allem auch im Herz passieren. Konkret habe ich gehört, dass es sein kann, dass so etwas wie monoatomisches Gold im Herz produziert wird. Sir Thomas Crown, oder? Wird so sein. Thomas Crown Thomas ist mal ein Crown, guter Hinweis. Cosmic Heart, Human Heart. Ein schönes Buch. Ich komme von einer anderen Seite, aber würde das nur wiederum bestätigen, dass es hier auf jeden Fall einige Hinweise gibt, wo ich wiederum nur darauf ja, hinweisen möchte, dass wir im Körper ja, auch wenn wir erwachsen sind, wie auch immer, unglaubliche Potenziale haben, die unterdrückt werden, versteckt werden und dann, gerade jetzt im Wassermann-Zeitalter, wird dann gerne versucht zu präsentieren, das kann man durch etwas Äußeres wiedererlangen. Ich sage jetzt zum Beispiel, ich lade mein Gehirn in das Netzwerk rein, dann kann ich ewig leben oder dann kann ich telepathisch kommunizieren oder sonstiges. Oder ich baue mir eine übergroße Rakete, wer auch immer das glaubt, sei dahingestellt, dann kann ich auf den Mars und dann dort in irgendeiner Glaskugel leben. Wobei das alles Möglichkeiten und Fähigkeiten sind, die wir potenziell durch innere Methodiken und innere Wege genauso den Zugang haben. Und ich auch vermute in Wahrheit, dass hier der Schleier zu diesem Zugang mehr und mehr geliftet wird. Ob das jetzt an irgendwelchen Solaraktivitäten liegt, DNA-Aktivierungen, ich habe keine Ahnung. Aber dass deswegen auch dieser Push jetzt so stark ist, Menschen noch mehr in eine Digitalisierung, sage ich mal, zu drängen und sie davon abhängig zu machen, damit sie nicht bemerken, dass sie ohnehin ihre ganze Realität selber erschaffen und auch sozusagen den besten Algorithmus ihres Lebens ohnehin schon in sich eingebaut haben, auch ganz ohne irgendein technisches Gerät. Ja, das unterschreibe ich dir. Das ist der unglaubliche Witz an uns Menschen, dass wir versuchen, also jetzt ja schon Jahrhunderte oder Jahrtausende vermutlich, eine Perfektion im Außen zu erreichen, die im Inneren längst angelegt ist. Und es wäre unfassbar viel interessanter, die innere Perfektion zu kultivieren und zu schauen, was dabei im Außen rauskommt.
Same, same, very different. Das wäre auch die Idee, ich glaube, von Plato oder Sokrates, der Entelechie. Genau diese Idee, dass der Telos, also das Ziel, ist bereits im, ich sage jetzt Menschen, X verbaut. Was auch Hinweise geben würde, potenziell in Richtung Human Design, Astrologie und so weiter. Und auch natürlich in Bezug auf Bildung. Konkret würde das bedeuten, es geht nur darum, dass sich etwas entfaltet und nicht darum, dass man etwas Bestimmtes antrainiert. Und genauso, dass man auch sich auf diese natürliche Entwicklung und Entfaltung verlassen kann und sich hier eigentlich nicht ablenken lassen müsste von wiederum äußeren Bewertungsfaktoren, angefangen von, wie sind meine Schulnoten und so weiter und so fort. Ja, voll, voll, voll. Das ist, dieser Trieb, heilig zu werden, ist so eine karmische, eine kosmische Bananenschale, die uns dahin gelegt wird und auf die wir alle gerne draufsteigen. Ne? Also das, man muss was tun, um heilig zu werden. Nein, du musst aufhören, dagegen zu arbeiten. Das ist genau der Witz. Da gibt es nichts, was man dafür tun muss. Es ist weniger, nicht mehr. Genau, und jeder wäre gerne ein Stern oder ein Star, aber jeder ist schon ein Stern. Ja, ja, weißt du, du hast vorher mit Glaube angesprochen. Und Glaube ist was sehr Zweischneidiges, oder die Hoffnung. Weil der Wunsch, etwas zu erreichen, ist ja, ja, das ist eine starke mentale Kraft und sie bringt dich auch weiter. Aber der Wunsch, es sein zu wollen, ist ja, entspringt einem Bewusstsein, das der Meinung ist, dass es es nicht hat. Also es ist etwas, es wird was, es wird eigentlich ein Mangel energetisiert damit. Ja, hier wäre es relevant, um das kurz zu erwähnen, die genaue Differenzierung, weil es hier ums englische Ursprungswort Faith geht. Und hier kann man übersetzen zum einen Glaube, allerdings auch Vertrauen. Und ein Vertrauen wäre doch ein Vertrauen lässt sich gelten. Ja, genau. Vertrauen, das wäre gut. Also darauf vertrauen, dass man heil ist, das unterschreibe ich. Zu hoffen oder zu glauben, das geht voll nach hinten los. An dieser Stelle darf ich in die Runde fragen. Michaela, Stoni, habt ihr Kommentare, Hinweise, Fragen, Ideen? Ja, mir kam da eben schon was, und zwar bei dem, was du erzählt hast mit den Eiern und dem Calcium, was die Hühner da eigentlich mehr bilden, und da steckt eigentlich so schon ein anderes Konzept auch noch mit drin, und zwar das von dem Antoine Béchamp. Ja, das ist so ein Gegenspieler von dem Pasteur gewesen damals in Frankreich. Und er hatte von einem Pleomorphismus gesprochen. Also der hat das beobachtet im Körper und hat im Grunde genommen so eine Gegenposition damals zu dem Pasteur gebildet, obwohl der ja ein Professor war, der Béchamp, und der Pasteur nur so ein Apotheker. Und der hat das sozusagen irgendwie auch schon da gefunden in den Zellen und hat das beobachtet, ja, also dass die sich sozusagen verändert, transmutiert sind, ja, also von klein nach groß in verschiedenste Bausteine, und hat das dann Pleomorphismus genannt. Und der dieser war damals sozusagen viel diskutiert, habe ich da so gelesen, und dann eben wurde das durch diese Entdeckung von dem Pasteur und so weiter, ja, mit der Mikrobe und Geschichte, das wurde dann ja, in den Hintergrund gedrängt und als falsch nachher dann sozusagen bewiesen, laut der Wissenschaft. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es bei, wenn das mit Pleomorphismus auch Béchamp ist, auf jeden Fall innerhalb der Idee ja so, dass praktisch diese, ich nenne es jetzt Partikel, umgebungsabhängig sich verändern können, sogar zwischen Formen von, ich sage jetzt, Pilzen bis hin zu dann Bakterien, und also wirklich ganz unterschiedliche Typen, wo wir wiederum sagen würden, ähnlich wie bei Elementen, das kann sich eigentlich nicht ins andere umwandeln, dass er das aber beobachtet hätte, habe ich das richtig verstanden? Also auch vom Typ her, dass sich die richtig geändert haben. Ja, genau. Also, aber eben, das sind ja jetzt ja keine Elemente, also so auf dieser, sondern das ist ja ein kleines Lebewesen, ja. Ja,
Exakt, so genau. Exakt, genau. Bakterien oder Pilzbakterien und solche kleinste Elemente, die man damals eben schon beobachten konnte, ja. Ja, das kommt auf jeden Fall auch zu diesem Thema im Sinne von, was ist alles möglich und wie sehr darf man sich nicht von der Form beeindrucken lassen, wenn sie doch so wandelbar ist. Michaela, hast du noch ein Wort? Also das mit den Hühnern war sehr interessant, aber da muss ich aussetzen. Da höre ich gern zu, aber da habe ich keine Erfahrungen und habe mich auch noch nicht beschäftigt mit Hühnern. Auch jegliches Sonstiges. Ansonsten würde ich sagen, machen wir potenziell eine Musikpause und dann kommen wir zum zweiten Teil, ja? Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine beliebige Richtung abzudriften. Gibt's von euch ja irgendwelche Themen in Assoziation mit dem Archetyp oder der aktuellen Zeit? Ich habe euch gerade noch einen Artikel gesendet. Wer auch immer zu empfehlen ist zu dem Thema, ist Michael Tesarian, geschrieben Tesarion. Ein paar von seinen Artikeln kann man sogar noch online finden, ansonsten auf unslave.com, alle neueren Inhalte. Er hat sich auch sehr, sehr tiefgründig mit den Archetypen Tarot, aber auch mit Psychologie, vor allem auch mit der Idee der Psychologie der Hierarchie und ich sage jetzt mal dem Ursprung des Bösen. Ich vermute, er hat sogar wirklich Workshops gemacht, die nannten sich sogar Origins of Evil, also der Ursprung des Bösen. Sehr, sehr zu empfehlen. Wie gesagt, sowohl zum Thema Archetypen wie auch zum Thema Psychologie und ich sage jetzt mal Eigenermächtigung. Von ihm kommt auch der Ausspruch, dass er immer meint, es gibt niemals einen Sklaventreiber ohne ein, wie sagt man das richtig, ein sklavisches Gemüt. Macht das Sinn? Also it takes two to tango. Es braucht immer auch jemanden, der mitspielt, der sich unterdrücken lässt, damit eine Unterdrückungsstruktur möglich ist. Und hier sind wir auch natürlich fundamental, weil dann würde man sagen, oh, was ist, wenn ich denn umgebracht werde? Auch auf gewisser Weise und so brenzlig möge es für niemanden werden, würde ich mir wünschen. Aber wir haben im Umkehrschluss ja auch die Idee zu sagen, gut, egal wie, so nicht. Und das würde auch inkludieren, das Verständnis zu sagen, ich bin wirklich ein ewiges Wesen und es gibt einfach rote Linien, die ich setze. Und oft geht es ja zum Glück dann nicht um das eigene Leben konkret, sondern um ganz andere, eigentlich leichter zu lösende Faktoren, aber oft wird man ja reingedrängt, diese Idee, einfach die Konformität mitzutragen, in die wir ja kollektiv die letzte Zeit ganz gut reingepresst worden sind. Ja, zu dem Leben oder Tod, es braucht gar keinen externen. Das kann man, also ich würde behaupten, man wird es in sich selber finden. Diese Dynamik, dass wenn man im Zuge des Weges Teile von sich verändern will, kommt dann immer wieder mal so ein, na, kannst du machen, aber dann stirbst du. Also es ist diese Bedrohung oder die Angst mit dem Tod ist was in uns Angelegten. Ich weiß nicht, inwieweit das kulturell ist oder menschlich an sich. Was mir schon aufgefallen ist, ist, dass in den Kulturen, die den Tod integriert haben, sich leichter mit Veränderungen tun, grundsätzlich oder im Akzeptieren von Situationen. Das geht in beide Richtungen. Ne? Das kann gut sein, das kann schlecht sein. Es ist nicht alles zu akzeptieren. Aber der Tod oder die Angst vor dem Tod ist was, da geht kein Mensch aus, an dem kommst du nicht vorbei. Ne? Es ist lohnend, sich damit auseinanderzusetzen. Du sagst natürlich ganz richtig, ich habe es jetzt versucht, abgeschwächt darzustellen im Äußeren, im Konkreten, anhand irgendwelcher Situationen, wo es dann potenziell eine Art, ja, Todeserfahrung gibt, was ja nur heißt, etwas loszulassen. Natürlich ganz klar, es geht hier höchstwahrscheinlich wie immer um innere Prozesse. Das heißt, selbst das kann man ja in sich durchspielen und dann mit einer ganz anderen Sicherheit im Außen auftreten, wenn man sich dessen wirklich gewahr ist. Das ist mein Eindruck zumindest. Es erzeugt Sicherheit oder es erzeugt eine gewisse Ruhe, die, also so wird auch beschrieben im Buddhismus eigentlich, habe ich es am stärksten gefunden. Also stärker als im Christentum. Im Christentum hast du diesen Glaube, dass danach alles wunderbar ist. Der Buddhismus ist da praktischer in der Auseinandersetzung.
Und der wesentliche, in Griechenland gab es das auch, aber der wesentliche Witz, der in der Auseinandersetzung mit dem Tod entsteht, ist eine Ruhe im Innern. Es verhindert nicht das physische Ableben, aber es entsteht eine Ruhe. Es ist irgendwie so, der Tod wird angesehen als die Urangst, die Wurzel aller Ängste, weil was auch immer, wie sagt man da, bedrohlich ist, was weiß ich was, ich kriege halt keine Bananen mehr im Supermarkt und dann habe ich ein trauriges Kind zu Hause und das ist sehr bedrohlich. Beispiel, blöd, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Angesichts des eigenen Todes nimmt die Bedeutung, also nimmt die Dramatik der nicht gekauften Banane stark ab. Es relativiert. Also ich kann das sehr empfehlen, sich welche Angst und welches Problem auch immer gerade zur Zeit am Kochen ist, man stelle es in Bezug zum eigenen Leben und es relativiert sich kolossal viel. Was das immer denke, warum die Menschen so Angst haben vom Tod oder vom Sterben. Im Endeffekt ist es dann so, jeder möchte genießen, genießen, genießen. Und das war eigentlich das Ende vom Genuss symbolisch. Und vielleicht ist warum mit dem Tod keiner was am Hut haben will. Ich denke, in unserer Kultur ist der Tod jetzt nicht so angenehm. Also jetzt davon ausgehend, unsere Kultur ist geprägt vom katholischen Weltbild oder jüdisch-christlichen Weltbild. Und dann ist nach dem Tod kommt das strenge Gericht. Und je nachdem, wie das ausfällt, hast du ewiges Glück oder ewige Verdammnis. Und wirklich sicher kann man sich nicht sein, wie das Gericht ausfallen wird, weil man kann sich wahnsinnig täuschen. Naja, das Dresd, ne? Das sind die Inder. Ist mir aufgefallen, sind, was das angeht, unfassbar viel entspannter, weil wenn es in dem Leben nicht funktioniert hat, ja mein Gott, dann halt im nächsten oder im übernächsten, irgendwann wird es schon hinhauen. Wir haben es mit ewiger Verdammnis oder Ding oder vor allem der ewigen Verdammnis zu tun. Das ist schon noch lustig, weil ich mir dann frage, so, auch hier dann alle depressiv. Dann dieser Genussaspekt interessant. Die Anja meint, die Angst ist bei vielen eher vor dem, wie man stirbt, anstatt dass man stirbt. Und was für mich auch ein bisschen, ich meine, das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren geschachtelt, ein bisschen komisch ist, wenn man das so sieht. Und jene, die jetzt archetypisch zumindest materialistisch geprägt wären, wären wohl auch Hedonisten im starken Sinn, sage ich jetzt mal, die sich dann um nichts anderes kümmern potenziell als die unmittelbare Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse oder Wünsche. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Okay, ich glaube das nicht, dass man sich mehr fürchtet vor dem, wie man stirbt, weil die Erfahrung vom Tod ist unfassbar viel elementarer als das Wie. Also ich würde die Angst vor dem, wie man stirbt, wäre ein Versuch des Auswegs, sich nicht mit der absoluten Auslöschung zu konfrontieren. Also so, Vorgeschoben. ja genau, ich würde dem misstrauen. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, und zwar im Sinne von Materialismus. Und dann ist man deprimiert. Also zum einen natürlich ist ein unmittelbarer Verlust fürs Ego, wenn jetzt ein Mensch, den man mag, nicht mehr vorhanden ist. Gleichzeitig frage ich mich dann, warum sind dann alle depressiv? Glauben die Menschen dann im Schnitt, also wie bewusst das ist, würde ich mich fragen, auch jetzt im christlichen Raum, ob dann wirklich viele dran denken, irgendwie, ja, der ist jetzt im Fegefeuer und wird jetzt von Gott gerichtet, oder dass die Menschen daran denken und sich denken, ja, ich habe jetzt so viel in ihrer eigenen Definition halt gesündigt und dass jetzt ein Mensch stirbt, ist für mich Spiegelung, ich werde auch sterben und habe jetzt schon Angst davor, dass ich dann im Höllenfeuer braten muss oder ich weiß nicht. Also ich verstehe dann nicht ganz, wie das für jetzt Christen, vor allem wenn es dann negativ belegt ist, wie sich das Weltbild da zusammenbaut. Ich denke mal, der Verlust von jemandem, den man mag, ist einmal ein Verlust. Ne? Und wenn man dann genauer schaut, dann gibt es einen Aspekt von dem, der gestorben ist, der nicht weggegangen ist, hochinteressanterweise. Also
Also sie leben ja eh in einem. Schau, der andere ist ja so oder so nur eine Interpretation dessen, was die Sinne wahrnehmen. Das heißt, Ja. das, was wegfällt, ist, und zwar jetzt auf einer technisch wirklich konkreten Ebene, ist eine Vorstellung, die man verliert. Gut, dann fällt der stoffliche Auslöser für diese Vorstellung, der fällt weg durch Tod. Das verändert bei dem Menschen eigentlich noch wenig, weil die Vorstellung ist ja das, was man von ihm, das ist ja sowieso eine eigene Schöpfung, ne? Niemand kann einen anderen so sehen, wie der wirklich ist. Es ist immer eine Interpretation, es ist immer eine Unschärfe dabei. Und je nachdem, wie man damit umgeht, kann man also erkennen, dass das Wesen, das gestorben ist, ja tatsächlich noch in einem drinnen ist. Zum Schnitzler einen schönen Satz, so in die Richtung: Sterben tut jemand erst dann, wenn der Letzte gestorben ist, der sich an ihn erinnern kann, dann ist er weg. Bei Coco kommt das auch nicht vor, dieses Ding. Solange man sich an jemand erinnert, lebt er. Der Körper ist auf jeden Fall tot und über das Wesen kann man nichts sagen. Ne? Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Um was ging es gerade? Raphael, wir sind gestorben. Egoverlust. Noch irgendwas war. Wir machen es einfach so, da die Anja das angeregt hat, darf die Anja was dazu sagen. Willkommen, Anja. Abend. Ganz einfach zu dem, was ich gesagt, geschrieben hatte. Das ist eine Sache aus Erfahrungen mit vielen, vielen Menschen in meiner Familie, im Umfeld, mit vielen Gesprächen, die sich darüber unterhalten haben, und zwar bei allem das Gleiche. Sie haben Angst vor dem Wie. Was danach ist, keiner hat vom Tod, kam zurück vom Himmel und hat gesagt, hey Leute, ich habe hier ein Selfie. Aber die Menschen haben Angst. Angst vor Erstickung. Die alten Ängste, dass dazu gehören, die im Grab zu liegen und wieder wach zu werden. Die alten Geschichten sind noch bekannt von jenen, die auf den Gräbern ausgestiegen sind, weitergelebt haben, nicht wirklich tot waren. Darum hat man später die Särge vernagelt, den Mund vernäht und alles Mögliche. Angst in dieser Hinsicht. Dieses Gericht, das jüngste Gericht sind wir selber. Jeder für sich. Aber heute ist die Angst da vor Krankheiten. Ersticken an einer Maschine. Lange leiden, lange Schmerzen haben, gehen wollen, aber keine Erlösung finden, weil wenn man uns erlöst, bedeutet es ja Mord. Bei einem Tier nennt man es Erbarmen und Erlösung. Viele haben Angst vor jahrelang, da irgendwie der im Koma liegen und, sich nicht helfen können, sich nicht mehr selber waschen können. Das ganze Thema alt und dann sterben. Davor haben die Menschen in dem Kontext Angst. Und das hat mir bisher jeder erzählt, der sich mit dem Gedanken so ab 70, 80 beschäftigt hat. Für sie war alle kein Problem. Und sie haben auch alle das komischerweise die gleiche Ansicht gesagt. Ach, wenn sterben, dann einfach umfallen und weg ist man. So wie mein Onkel den Kopf auf den Tisch legte und sagte zu seiner Frau, Trutchen, mir ist gerade ganz komisch. Er legte den Kopf nieder und er war weg. Also körperlich war es fertig. Und so stellen sich die Menschen den Tod als was Akzeptables vor. Sie sagen sogar schön, indem man einfach von jetzt auf gleich weg ist. Die Angst ist das Leiden. Und wir als letzter Satz, wir haben sogar meinem Arbeitskreiskolleginnen, die meinen sogar, dass Krankheiten ja zum Sterben dazugehört. Das heißt, es wäre ja richtig, dass der Mensch krank wird, bevor er stirbt und an seinen Krankheiten stirbt. Ja, das ist Blödsinn, verbreitet aber falsch. Ja, ganz schlimme Ja, aber Konditionierung. die Ansichten sind nun mal bei den Menschen da. Und egal wie viel Blödsinn das für andere auch sein mag, sie sehen es nun mal so und sie leben es so. Aber nichtsdestotrotz bei allem das Gleiche, Angst vor Leid, Angst vor Schmerz, Angst vor etwas, gegen das man nichts tun kann. Friedlich einschlafen, sagt jeder, ja, warum nicht? Aber leiden? Nein. Ja, die Propaganda habe ich miterlebt, wie das aufgekommen ist. Ne? In meiner Kindheit sind Menschen gestorben, Punkt aus. Und dann kam immer mehr und mehr, ja, warum sind sie gestorben? Woran sind sie gestorben? Das ist immer bedeutungsvoller gewesen. Und wie es der Zufall will, kam auch ein Versprechen eines anderen Industriebereichs, der gesagt hat, wir können das verhindern.
Aber diese Angst ist echt geschürt worden, wie man stirbt. Im Buddhismus ist mir das nicht aufgefallen. Da wird mit dem Tod an sich gearbeitet und nicht mit irgendwelchen willkürlichen Horrorvorstellungen, wie man jämmerlich verendet. Und Kübler-Ross, die Sterbeforscherin in unserer Kultur, die haben das zu dem Punkt zusammengefasst, die Menschen sterben, wie sie leben. Das finde ich entscheidend. Also wenn man sich fürchtet die ganze Zeit vom Tod, dann ist es eher qualvoll. Die schlechtesten Sterbenden sind die Ärzte. Ärzte, die den Tod an sich schon nicht akzeptieren wollen, weil sie dagegen was tun können. Das finde ich auch interessant. Also man stirbt, wie man lebt. Da ist kein Unterschied. Ja, aber das ist doch das, was ich gerade sagte, Rosa. Es geht Ihnen nicht Angst vor dem Tod. Es geht um die Angst bei Ihnen um das davor. Der Tod ist dann für Sie nur noch eigentlich wird wahrgenommen als eine Erlösung, endlich befreit von Schmerz und Leid zu sein. Das heißt, der Tod ist sogar schon zum Freund geworden beim Ja, vielen. aber das Wie ist. traurig ist das? Und ganz kurz, woran haben wir das denn wirklich, wann hat das denn in dem Maße, so wie ich es jetzt gerade erzählt habe, angefangen? Mit Krebs und mit diesen ganzen Krankheiten. Das heißt, mit der Anzahl der Krankheiten ist auch die Anzahl des Leidens im Alter gestiegen. Und genau davor haben die Menschen Angst. Der Tod selbst ist für sie, danke, dass du endlich da bist und danke, dass ich endlich gehen darf, denn ich habe die Schnauze voll. Mal knallhart gesagt. Es entspricht halt sehr diesem Marketingkonzept von, also da wird der Tod, dasselbe, was du über Tod sagst, wird auch über die medizinischen Behandlungen gesagt. Also es ist so ein, hey, ich hätte eine Angst und wenn du auf die Angst anbeißt, dann habe ich eine Lösung für dich. Das ist, das nicht, diese Vorstellung vom Tod. Das, was du mir sagst, ist eigentlich, erzählst mir die Geschichte, wie es dazu kam, dass sich Menschen jetzt mehr fürchten, wie sie sterben, als dass sie sterben. Aber das ist keine 50 Jahre alte Trend. Und das ist gesteuert. Das ist ein Marketing. Da ist Marketing gelaufen. Was verrückt ist, weil ein Großteil, also warum haben diese Krebsraten so wahnsinnig zugenommen in den letzten 120 Jahren? Vor 100 Jahren ist eigentlich niemand an Krebs gestorben. Ja, nur zur Info, weil es gibt ja solche, kannst du gleich weiter anschließen, gibt ja unter anderem Tesla-Lakowski-Multiwellen-Oszillator. Da wurde jetzt vor kurzem übrigens das ist eine Art, ich sage jetzt im Sinne von Royal Rife und eben Lakowski, so ein Frequenzgerät, mit dem man die Zellspannung erhöhen kann. Nach eigener Erfahrung scheint das höchst effektiv zu sein. Wurde jetzt unlängst verboten zu verwenden, weil es nämlich gewisse Amateurfunkfrequenzen stören soll. Interessante Erklärung, ich habe mit einem Freund gescherzt. Wann hat sich jemals jemand so sehr um Amateurfunkfrequenzen gekümmert, dass man da jetzt zumindest temporär die Verwendung verbieten müsste? Auf jeden Fall in der Geschichte heißt es, dass in dem Fall George Lakowski ursprünglich diesen Prototypen gebaut hat. Und sich potenziell bewusst war, dass man damit eben ganz krasse, ja, es gibt so einen berühmten Fall, wo eine Frau, das Auge ist irgendwie fast irgendwie weg durch irgendeine Zyste oder so und das wird komplett geheilt. Und er hat konkret dann eben vor circa 100 Jahren Menschen gesucht, die eben sowas haben wie Krebs. Und er hat dann ziemlich rumfahren müssen, weil er hat auf die Schnelle mal niemanden gefunden. Und das ist nur 100 Jahre her. Ja, Krebs ist eine interessante Geschichte. Und wir würden es ohne unseren gegenwärtigen Lebenswandel. Es ist eine Zivilisationskrankheit. Und Zivilisationskrankheit ist ein schönes Wort. Weil Zivilisation, das wäre im Wesentlichen, wie die Summe aller Menschen lebt. Das wäre die Zivilisation. Und Krankheit kommt etymologisch von Mangel. Das heißt, wir. Zivilisationserkrankungen sind ein Zivilisationsmangel. Und da, wo wir wirklich großartig mangeln, ist in einer Art gerechten Eigenhaltung. Weil, weißt du, das mit den Hühnern, das ist zwar arg, aber Ich wollte gerade danken, super, ja. unterm Strich sind die gesünder ernährt als wir. Und wir können Sachen essen, wo bekannt ist, dass es uns kaputt macht, unsere Körper, und zwar nachhaltig. Stichwort Zucker, raffinierte Nahrungsmittel.
Ah, und das ist aber kein Problem. Na, da geht's, bei Menschen geht's. Und die werden dann alle Was? krank. Ah, na schau. Und davor kann man sich natürlich wahnsinnig fürchten. Und wie es der Zufall will, gibt es eine Heilsversprechung. Wie originell ist das? Ja, Klingt sorry, ja. Es ist fast schon einfach. wieder katholisch. Es ist irgendwie Erbsünde 2, ne? Und wenn du glaubst, du kannst dich bei Sex entspannen, was die, es gibt AIDS. Ja, genau, super. Perfekt, und sonst, woran ich denken muss, eben Hühnermenschen kann man auch diskutieren, wie viele Menschen sind wirklich in Freilandhaltung, ja? Und bisher wurde man hier nicht auch eher zusammengepfercht, ich sage jetzt mal, ja, in Boxen, auf engem Raum, was so zumindest jetzt anhand der selbst bereits erkundeten und theoretisch verfügbaren und versorgbaren Oberfläche auf der Erde, die wir kennen, überhaupt nicht nötig wäre, dass man so zusammengedrückt lebt eigentlich. Oder auch nicht, dass man einfach jeder einen großen Garten hat, wenn halt nicht der Kirche alles gehören wird, zum Beispiel jetzt nur. Wir wissen, dass dieser Lebensstil uns kaputt macht. Das ist bekannt und empirisch abgesichert. Das ist jenseits allen Zufalls, ja? Genauso wie man weiß, dass dieses Bildungssystem die Kinder fertig macht. Das ist bekannt. Es wird gemacht. Okay. Man könnte jetzt viel Zeit mit Schuldigen, was die so irgendwie und Conspiracy und da. Grundsätzlich reicht's, wenn man aufhört und vernünftig weitermacht. Es würde sich von selbst wieder ordnen. Genau, das ist immer der große Trick, wie du richtig sagst. Also aus meiner Sicht gibt es offensichtlich ja alle möglichen Kräfte, die da wirken, unterschiedlichster Form, auf unterschiedlichsten Ebenen. Allerdings kommt es zurück zu dem, wie du sagst, was auch eben Tocerian immer sagt, kein Sklavenhalter ohne Sklave. Und wenn man nicht kooperiert, zustimmt und in Konformität geht, sondern einfach seine eigenen Entscheidungen trifft, idealerweise auch möglichst angstfrei. Ja, dann sieht die Welt ganz anders aus und das verbindet sich auch wiederum mit dem Stern, weil hier geht es ja um die Kraft des Glaubens. Vorher wurde auch gesprochen von dir von Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Das ist ja der nächste Witz bei der Sache dann, dass wenn man sich diese Ruhe gönnt und aus dem heraus dann Vertrauen an sich selbst gewinnt, das fast so wie ein so paradox ist, dass man dann eigentlich nicht mehr gegen irgendwas ankämpfen muss, sondern eigentlich einfach durch den eigenen Glauben seine eigene Realität schöpft. Und das ist möglich, auch bis hin zu, ich sage jetzt fast komplett unabhängig von irgendwelchen externen Angeboten, die gemacht werden, anscheinend externen. Ja, das ist super wichtig, dass wenn man aufhört, dagegen anzukämpfen, dass sehr, sehr viel Energie frei wird. Und so wie es ausschaut, nutzt das System oder wie auch immer man das nennen mag, der Körper, keine Ahnung, ja, das Bewusstsein, die Seele, die Aura, nutzt das dann und belebt irgendwas, was vorher einfach keine Energie bekommen hat, weil man hat ja kämpfen müssen. Der Witz ist echt aufhören und der nächste Witz ist, dass vieles davon ist nicht zu lösen im Sinn von einer Aufgabe, die zu lösen wäre. Es reicht, wenn man aufhört, das Problem zu nähern. Aber nicht bei Ah, allem. ein lustiges Nebending. Depression, das wird ja auch gerade zu einer schweren Krankheit erklärt und dass das also ganz arg ist, wenn man an Depression erkrankt. Gab es in meiner Kindheit auch noch nicht Depressionen, beziehungsweise waren das wirklich schwerste Fälle. Jetzt wird salonreif gemacht. Depression kommt von Niederdrücken, die Bedeutung des Wortes. Man muss etwas unterdrücken und das macht depressiv. Okay, das geht auch ohne Medikamente, ne? Also die Lösung davon. Man muss es halt irgendwie zulassen und erkennen und annehmen und gehen lassen. Unterdrücken ist Arbeit. Genau, und das ist auch immer der Erkenntnisprozess, zu sehen, dass vieles von dem, das uns als nicht wünschenswert dargestellt wird oder als unbedingt zu vermeiden, wie potenziell auch Depression, wenn man da mit offenen Augen, offenem Herz hineingeht, auch in die Emotionen und das dadurch eben transformiert, ist das lustigerweise ja die Auflösung, wie du genau gesagt hast. Also ja, wieder mal dieselbe Geschichte.
es wird gesagt, man darf bloß nicht dran erkranken, sozusagen. Wobei es ja auch sein kann, dass die Depression, vor allem wenn sie dann wirklich spürbar wird, bereits ein Prozess einer Heilung ist, wenn ich denn bereit bin zu erkennen, wo das herkommt und was ich da eigentlich wohl emotional, wie auch immer, unterdrückt habe. Ja, aber das ist doch der Punkt. Viele haben ihre Depressionen, bleiben wir mal bei dieser Schublade, und da sind Dinge, die sie unterdrücken. Das sind unter anderem auch Verhaltensmuster beziehungsweise Ansichten, Meinungen und. Da spielen so viele Dinge eine Rolle. Viele Menschen wissen gar nicht, warum sie so sind, wie sie sind, weil uns einfach Wissen über uns selbst als Spezies tonnenweise fehlt. Und natürlich wird da was unterdrückt. Aber selbst wenn sie das wissen, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die andere Schublade, Sexualstraftäter, Pädophilie und alles Mögliche. Solange die Menschen nicht wissen, warum sie so sind, wie sie sind und das nicht verstehen können, und solange wir Menschen haben, die es auch nicht verstehen wollen, denn das gibt es auch, die wollen nichts an sich ändern, sorry, dann ist mir bei einigen anderen wiederum klar, der Begriff Krankheit ist vielleicht ein bisschen mies gewählt, die Schublade. Bei einigen könnte man vielleicht auch Sturheit sagen. Aber nichtsdestotrotz, in einer großen Gesellschaft, wenn man will, dass alles miteinander harmoniert und funktioniert, was will man machen? Auf der einen Seite ist für dieses Verhalten je nach Bewusstseinsstufe kein Platz. Man kann sie aber auch nicht auf einen anderen Kontinent einfach schicken oder sonstiges. Also irgendwo muss man damit ja eine Regelung machen oder eine Regelung treffen, dass es irgendwie für alle, ich würde mal sagen, nicht akzeptabel ist, aber für alle zumindest überlebbar ist. Also ich finde, man kann das nicht alles so verallgemeinern. Dafür sind die Dinge zu vielschichtig. Und was ich erkenne ist, dann nehme ich jetzt mal die Aussage von Joe, den Menschen reicht es nicht mehr zu wissen, sie wollen auch wissen, wie, wenn was, um was zu verändern. Und das wissen die wenigsten, weil das Wissen schon davor fehlt. Also ich glaube, Wissen ist nicht umsonst Macht. Wenn der Mensch nicht versteht, warum er ist, wie er ist, wenn der Mensch nicht versteht, was es mit ihm auf sich hat, wie das Ganze zusammenhängt, was wir sind, dann hat der Mensch auch nur wenig Chancen, was zu ändern. Und schon sehr wenig Chancen, in die richtige Richtung zu gehen. Denn das, was wir hier alle reden, mit Licht und Liebe und alles, das ist auch nur eine Idee, von der wir glauben, dass es die richtige Richtung wäre. Wissen tun wir es noch nicht. Das kann genauso ein Schuss in den Ofen werden. Ich rede nicht von Licht und Liebe. War nur ein Beispiel. Also, da kann man jetzt natürlich diskutieren darüber, wie die individuellen Intuitionen sind. Michaela, Stoni, habt ihr ein Wort? Ja, ich dachte mal, als erstes, wenn man sich mit Krankheit beschäftigt, ist zuerst einmal wichtig, wie man überhaupt Gesundheit definiert. Weil, also, ich glaube, die meisten sehen die Gesundheit eigentlich, Gesundheit ist nur die Abwesenheit von Krankheit, Punkt, fertig. Aber da gehört noch mehr dazu. Und das Wort krank, das heißt, also für mich jetzt, die Rankfähigkeit ist da drin, wie man es bei den Pflanzen sieht, die gehen zum Licht, die streben nach oben. Und wenn das quasi das Lebewesen sie, ich sage jetzt nach höheren Prinzipien ausrichtet und sie wieder verbindet und die Potenziale wahrnimmt, also die Rankfähigkeit hat, dann geht es in die richtige Richtung. Und die, was ja aber krank sind, die haben nicht die Rankfähigkeit. Also die, sage ich mal, die Profanen, die was eigentlich nur mit materialistischen Sachen zu tun haben. Und da liegt für mich der springende Punkt vergraben. Definiert ist Gesundheit, das suche ich dir gerade raus. Da gibt es nämlich eine schöne WHO-Definition dazu. Was ist Gesundheit? Ja, dann frag einmal durch die Runde, was ist Gesundheit? Da wird einmal jeder überlegen fangen, was ist das eigentlich genau, Gesundheit? Na, da habe ich schon drüber nachgedacht. Ja, oft sagt man gerne die Abwesenheit von Krankheit. Wenn man allerdings bedenkt oder sich ein bisschen nur gewahr ist, was die eigentlichen Kapazitäten des Menschen
umfasst, ist für mich auf jeden Fall auch ein Entwicklungsprozess integriert oder ein Entfaltungsprozess, sagen wir es so, wie du schon gesagt hast. Die WHO hat das 1946 definiert als ein Zustand des vollständigen körperlich, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Und das haben 192 Mitglieder ratifiziert bis jetzt. Ich glaube von 197 Staaten. Also das ist Fakt. Ja. Krankheit geht in der deutschen Sprache zurück auf Gebrechen, es geht ab, es mangelt. Das ist die Bedeutung. Und im Englischen kommt es aus dem Französischen von disease und auf Englisch eben disease. Und das Schöne, was sich bilden lässt, ist, dass auf Deutsch heißt es dann, ein Mangel führt zu Unbequemheit. Das ist unsagbar treffend. Das heißt, wenn man krank ist, ist es relativ sinnlos, um sich, also unter Anführungszeichen jetzt, ja. Wenn du eine eitrige Lungenentzündung hast, ist es nicht so wichtig, drauf zu kommen, wo das jetzt herkommt, sondern du musst was machen. Aber Krankheit zeigt einen Mangel an. Und den Mangel gilt es zu lösen und sich nicht, das ist grob zu vermeiden, sich mit der Krankheit herumzustreiten. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Aber da waren wir ja dann schon wieder beim weit verbreiteten Mangelbewusstsein. Es gibt zu wenig, ich hab zu wenig. Und vielleicht, wenn es der Bewusstseinszustand von Fülle ist, und die Fülle ist ja überall vorhanden, dann entsteht auch kein Mangel und somit eigentlich auch keine Krankheit. Also ich weiß ja nicht, im Universum ist ein Planet krank, ist irgendeine Galaxie krank, das habe ich noch nie gehört. Also das ist eigentlich alles in perfekter Gesundheit und Ordnung. Nee, aber nimm doch mal die Fülle an in einer anderen Betrachtung. Ich habe mich damit vor 2 Jahren mal beschäftigt. Mir poppte das so auf. Gerade weil das in den letzten Jahren viel als schon fast, Standardbegriff gewählt worden ist. Die Fülle ist da. Ändern wir mal die Betrachtungsweise. Da ja vieles mit Wortwahl verzerrt wird. Es gibt Menschen, die haben eine sehr, sehr große Fülle an Not. Eine sehr, sehr große Fülle an Sorgen, eine sehr, sehr große Fülle an Leid, eine sehr große Fülle an Krankheiten. Auch das stellt eine Fülle dar. Wenn man die ganze Sache in der Tiefe, die Sätze vervollständigt, dann, das habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben in vielen Bereichen, dann wird das deutlich, dass nur die Wortwahl die Verzerrung darstellt. Auch Not, Leid und Sorgen stellen eine Fülle dar. In dem Moment, wo es eine gewisse Anzahl erreicht oder Stärke oder wie auch immer. Und wenn alles Fülle ist, logischerweise, wenn ich das Wort alles nehme, dann ist auch das Fülle. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich schaue mir jetzt den ganzen Nachmittag ACTV über Teenager-Mamas und zerrüttete Familien und Armut und Leid und so eine Sachen, dann ist meine Aufmerksamkeit und das Unterbewusstsein genau in der Energie drin. Aber ich kann ja auch zum Beispiel einmal in der Natur die Fülle betrachten und also das programmiert ja alles. Also man kann sich ja das auch, man kann sich sogar aussuchen, welchen Pol, was man schaut und womit, dass man sich nährt. Ja, aber dann nimm doch mal die gleiche Aussage von vorhin. Du hast vorhin so goldig gesagt, diese Aussage, wie definiert jeder für sich Gesundheit? Kann ich genauso gut sagen, oder wie definieren wir Gesundheit? Wie definieren wir diese Begriffe Fülle überhaupt? Oder auch, manche haben eine sehr große Fülle an Mangel, an nichts. Also vielleicht wäre es wirklich mal Zeit, die Sprache zu ändern, die Wahl der Worte zu ändern, sie neu zu definieren, und zwar, dass man sie sich selbst definiert und nicht von anderen definieren lässt, ist nur so ein Gedanke. Denn ja, die meisten Begriffe wählen wir, Entschuldigung, Raphael, gleichzeitig, die meisten Begriffe, die wir haben, haben uns andere erklärt, wie wir sie zu sehen und zu nutzen haben, sei es Rassismus, Antisemit, egal welche Worte. Sie erfinden die Worte und erklären uns dann, wie sie wollen, dass wir die Worte nutzen. Ja, sorry. Wie wäre es mal mit was anderem? Ja, ein Wörterbuch empfehle ich dazu. Das meine ich todernst. Ein Wörterbuch und ein etymologisches Wörterbuch. Und idealerweise schaut man sich das Wort noch in einer anderen Sprache an. Das ist ein guter Ausweg.
weil eben, wie du sagst, die Worte sind extrem, sind vergewaltigt worden. Das ist vieles. Wir müssen die Sprache zurückgewinnen. Oder jeder für sich muss seine Sprache läutern. Sie wird falsch verwendet. Richtig, Wörterbuch, Wörterbuch. Ja, aber auch jeder benutzt die Wörter, wie er sie für sich dienlich erachtet. Auch in einem Satz, so wie du vorhin. Du hast disease gewählt. Ich weiß aber, es gibt im Englischen noch den Ausdruck illness und sickness. Oder da ist jemand ill oder sick. Es gibt nicht nur den Begriff disease Es für kommt aufs Krankheit. Gleiche raus. Illness und Sickness. Es ist immer ein Ausdruck von, es beschreibt das Ergebnis einer Krankheit. Disease, Sickness, Illness. Ist das Gefühl. Und das Deutsche beschreibt, wie es dazu kommt. Ganz interessant. Was ich unterstreichen möchte und einen Punkt, den du gemacht hast, Anja, ist die Idee, also zum einen die Wörter sich mal verstehen, was sie allgemein bedeuten sollten überhaupt. Da kommt man auch oft dann drauf, Definitionen wurden kürzlich geändert oder wirklich, also gerade im Fernsehen, sage ich jetzt mal, werden teilweise Dinge auf eine Weise gesagt, dass es eigentlich nur mehr falsch oder sehr komplex ausgelegt, um es irgendwie hinzudrehen. Das ist schon mal sehr hilfreich. Dann natürlich Wortstamm und so weiter und auch, oder Herkunft. Und auch was du gesagt hast, diese Grundidee zu merken, es ist immer ein positiver Zustand. Wie du gesagt hast, es gibt eigentlich keinen Mangel, weil ich habe immer einen Überfluss und wenn es ein Überfluss eben an Mangelgefühl ist. Aber irgendwas sozusagen projiziere ich in meinem emotionalen Feld immer und das ist diese Energie ist immer positiv, ist immer da sozusagen, ist immer existent. Das ist auch auf jeden Fall sehr hilfreich, sich das ein bisschen durchzudenken und dann noch zu verstehen, das Konzept ist, man hat immer unendliches Vertrauen genauso. Die Frage ist nur, woran oder worin vertraue ich? Und das ist natürlich ganz relevant, sich hier bewusst zu werden, worin vertraue ich eigentlich? Sind es irgendwelche externen Faktoren oder so? Oder bin das ich selbst? Weil je nachdem wird sich auch mein Gemütszustand, und mein Leben gestalten. Naja, aber positiv ist für mich nicht dieses, wie ich sage ich jetzt mal, weil du mich angesprochen hattest in der Aussage, nicht scheiße schönreden, also aus Kuhscheiße wird kein Veilchenduft. Nein, nein. Wenn, Nur existent. Positiv im ja, Sinne von weil da, ja. für mich ist das etwas nach dem Motto, in einer gewissen Form heißt für mich positiv was Bejahendes. Und wenn es dann zum Beispiel um Situationen geht, wenn ich sage, mir fehlt jetzt irgendwas, bejahe ich das wirklich oder ist das eher was Unbewusstes? Und wenn ich aber diesen Zustand nicht länger bejahen möchte, dann kann ich zwar sagen, ich kämpfe dagegen. Ja, warum auch nicht? Das kann man so ausdrücken, wenn man möchte. Man kann aber auch sagen, Moment, ich ändere den Zustand einfach. Und dann kommt man wieder dahin, was ich schon mal sagte, das Bejahende, nur das Denken und das auch aussprechen, was man wirklich erschaffen will, wozu man auch stehen möchte, kann oder will. Auch die Gedanken nur wählen. Und wenn wir durchsetzt sind mit nur Gedanken, die für uns bejahend sind, dann kann auch das Unterbewusstsein, sorry gesagt, keinen Müll mehr hochschieben, weil wir auch keinen Müll mehr in uns reinlassen, also von außen nicht mehr. Also es ist im Endeffekt ein größeres Konzept. Und im Betracht der Worte, naja. Gedanken sind auch Worte, also wirklich mit dem Denken anfangen. Aber es hat ein Manko, es hat eine, was heißt Manko? Es hat eine andere Seite, womit sich viele schwer tun. Es würde nämlich bedeuten, dass wir über viele Dinge nicht mehr reden können. Nicht mehr in der Ich-Form, weil das Unterbewusstsein kein Ich und Du kennt und auch vieles nicht mehr lesen können und auch nicht mehr zuhören können, weil für das Unterbewusstsein alles nur Ich ist. Und es alles auf sich bezieht und auch alles als sich selbst erkennt. Und somit füttern wir praktisch das Unterbewusstsein. Also ich krieg's jetzt in anderen Worten nicht gerade wirklich hin, merke ich, aber ich weiß, wie ich es meine, aber ich krieg's jetzt nicht in Worte ausgedrückt. Aber für viele fühlt sich das wieder an. Die Verzerrung wird da wieder dargelegt, dass es ein Egoismus ist. Ist es aber nicht. Es ist nur eine Brücke bis. Blöd gesagt, es alle tun.
Also ich rede nicht über Krankheiten, wenn ich Gesundheit will. Ich rede nicht über ein Bild, das ich nicht denke, auch nicht über ein Bild nach, das ich nicht malen will. Also diese Dinge, sorry, ich will keinen Roman draus machen. Das macht absolut Sinn, sich dessen bewusst zu sein. Da wäre die Frage, wie sehr dann eine gewisse Form von, im Englischen sagt man Detachment, reinkommt, also die Fähigkeit, Abstand zu gewinnen. Zu einem gewissen Grad ist es potenziell, wie du selber ja gesagt hast, wenn ich verstehen will, auch woher das Leid kommt, ist es zu einem Grad ja dennoch auch relevant, potenziell darüber zu sprechen und sich das genau anzusehen. Höchstwahrscheinlich, wenn man das wirklich gut gemacht hat, gibt es dann noch einen Punkt, wo man damit einfach aufhören kann. Aber ich vermute, dass es ein Prozess ist. Es ist ein Prozess. Aber es ist kein notwendiger Prozess. Ich bringe es am Beispiel vom Buddhismus, wo ich das gefunden habe. Da wird unterschieden zwischen dem kleinen und dem großen Fahrzeug. Und das kleine Fahrzeug ist, da willst du für dich den Zustand von Erleuchtung erlangen oder heilig sein in unserer Sprache. Und da ist das... Nein, ich gehe es andersrum. Ich zitiere den Dalai Lama nach eigenen Worten. Er wurde gefragt, was wichtiger ist, die analytische Meditation oder die Meditation in einem Punkt ruhend. Meditation in einem Punkt ruhend ist, wo du dich auf eins ausrichtest, sei es in Gedanken, Worten und Werken geht. Ne? Das Gebet wäre was, was in unserer Kultur vorherrscht. Vipassana, wo du dich auf den Atem konzentrierst oder Kerzenlicht. Der Witz ist, du richtest deinen Geist auf eins aus und kümmerst dich nicht mehr um die körperlichen Sensationen und geistigen Phänomene, sondern du versuchst, dieses auf jetzt zu gehen. Und die analytische Meditation ist, wo du wirklich eingehst und Sachen verstehen lernst, wo du den Geist an sich reinigst, im Sinn von, stimmt das überhaupt, was ich glaube, oder ist das einfach nur ein Gedanke? Und das ist so die Detektivgeschichte. Und er wird gefragt, was wichtiger ist, und er sagt, Meditation an einem Punkt ruhend. Und das Analytische ist eben nicht so entscheidend, weil du kannst, indem du dich fokussierst auf einen gegenwärtigen Moment, ist halt unfassbar viel weniger Elend im eigenen Leben. Einfach, wenn man bei der Sache ist, viel mehr mitkriegt und sich nicht mit Gedanken fertig macht. Das hört dann eben auf. Nämlich die Gedanken hören nicht auf, aber man hat diesen detachten Zugang dann, dass man sie zur Kenntnis nehmen kann, aber man ist nicht mehr gezwungen, alles zu machen, was die sagen, die Gedanken oder die Gefühle. Und das Analytische ist dann eins drauf. Das ist aber nicht jedem gegeben. Also es ist nicht unbedingt notwendig. Es ist ein hochinteressanter Trip. Aber Ruhe bringt das Sammelnde und Abstand zu sich selbst gewinnen. Man muss es nicht verstehen. Das ist entscheidend. Wenn es nicht darum geht, dass man es nicht verstehen muss, dann müsste man an Wissen, wäre dann ja alles unrelevant. Man müsste weder verstehen, warum man krank ist, man müsste weder verstehen, warum man gesund ist, man müsste überhaupt nichts verstehen. Dann wäre dann die Frage in einer anderen spirituellen Ebene gedrückt, warum sind wir denn eigentlich hier, wenn wir nichts verstehen müssen? Dann könnten wir alle sagen, wenn man aus dem Glaubenskonstrukt mal kurz schöpft, wir gehen alle, denn wir haben ja alle gar keinen Sinn, hier zu sein, denn wir müssen ja nichts verstehen. Ja, aber du erlebst ja was dabei, ne? Ja, das muss ich aber dann ja auch nicht verstehen. Ja, eh nicht. Das reicht, wenn du es erlebst. Was willst du denn verstehen? Es ist wurscht, auf was du kommst. Es ist ein Fragment von allem. Du kriegst immer nur einen kleinen Ausschnitt der Torte. Es kann nicht verstanden werden. Das ist die Geschichte, die zieht sich durch, ja? Alle probieren es und alle kommen zum Ergebnis, nein, es, das Ganze, vergiss es. Es ist nicht zu schaffen. Und das, okay, du kannst jetzt irgendeinen Ausschnitt nehmen und den kannst du analysieren. Analysieren. Ja, genau. Aber das ist eine totale Fiktion. Das sind Leibesübungen oder Kraftübungen des Verstandes. Und
Auffallende ist, in der Zeit, wo du analysierst, kriegst erstaunlicherweise unfassbar viel weniger mit vom Leben, als wenn du dich dem Leben zuwendest. Nein, das ist mein Fuck. Man muss es nicht verstehen. Du sollst dein Leben erleben, nicht es verstehen. Ja, aber warum redet ihr dann überhaupt hier, wenn es nicht um das Verstehen geht? Versucht ihr nicht gerade auch hier in den Sendungen was aufzudröseln, das ein oder andere zu verstehen, das ein oder andere zu kennen? Wenn es nicht darum geht, etwas zu verstehen, dann ist das ja so, als wie wenn du jetzt sagen würdest, für mein Verständnis, dann brauchen wir auch gar nicht zusammenzusitzen in der Sendung und drüber zu reden. Über was auch immer. Dann könnten wir ja alle eher rausgehen, spazieren gehen und die Natur erleben. Weil es gibt ja nichts zu verstehen. Also warum dann Gespräche? Weil sie nett zu erleben sind. Das wäre zum Beispiel eine Motivation. Weil sich viele verhaspeln, jetzt konkret auf das Beispiel, dass ich muss es verstehen, da hängen sich, ich weiß nicht wie viele auf drinnen und es ist gar nicht notwendig. Naja. Das ist schon ganz gut. Viele, also der Großteil dieser Sachen, die mich wirklich im Leben weitergebracht bin ich dann irgendwann einmal draufgekommen, irgendwie so, hey, was, das wissen wir seit 2000 Jahren, das wissen wir seit 4000 Jahren, das wäre so und so wissenschaftlich bestätigt. Und ich mir dachte irgendwie, ich bin mir vorgekommen wie ein Idiot. Und das hat mir keiner sagen können. Das war ja nicht witzig. Ja? Also dieser Weg. Und das weiterzugeben, ja, gern. Das macht mir, das ist was, was ich gern erlebe. Es ist nicht wichtig zu verstehen. Entscheidend ist, was man erlebt. Okay, also Verstand bei den treten wir in die Tonne, dann brauchen wir uns auch nicht mehr über gegen die Impfungen irgendwie wehren, weil die kappen ja auch nur den Verstand zum größten Teil, lassen wir uns alle impfen, Verstand im Arsch. Ist ja nicht wichtig, er ist ja nicht, brauchen wir ja nicht zu verstehen. Ich vermute schwer, wie soll ich sagen, du weißt selber, dass es so nicht gemeint ist. Mein Eindruck ist der, also ich verstehe gerne alle möglichen Dinge oder bilde es mir gerne ein oder eben bilde mir unterschiedliche Bilder und dann möglichst viele und dann kann man sich einbilden, man hat halbwegs ein Hologramm zusammengebaut. Allerdings ist mir auch schon aufgefallen, dass es oft passiert, dass das durch das Erleben vieles auch dann selbsterklärend oder selbstverständlich wird, wenn man sich der Erfahrung denn widmet, auch ohne, dass man unbedingt irgendwo schwer nachgraben muss oder so. Also dass die Lösungen einem eigentlich durchs Weiterleben und Weitererfahren oft schon automatisch präsentiert werden. Es offenbart sich, genau. Genau. Und du kannst auf die tollsten Erkenntnisse kommen, aber entscheidend ist das Erleben und dort offenbart sie sich. Die Praxis quasi, und das andere war die Theorie, und beides zusammen ist dann der Effekt. Genau, da sind wir wieder beim Om Mani Padme Hum. Du warst gerade beim Dalai Lama, auch der hat einmal gemeint, das soll bedeuten angeblich der Juwel im Lotus, das sind diese vier Silben, und anders formuliert ist das eben die Einheit von Wissen und Methodik. Also von Handlung und Wissen. Das wäre dann. Es ist wunderschön, weil das, was diese, gibt es ein wundervolles, einen Dialog zwischen Krishnamurti und Jagyam Trungpa Rinpoche. Und der Krishnamurti vertritt die Position, die ich gerade vertreten habe, man muss es nicht verstehen. Und er baggert den Jagyam eigentlich ziemlich an. Und sagt irgendwie, ja, aber warum gibt es denn dieses ganze buddhistische Tralala, wenn es doch eh darum geht, dass dem mehr oder weniger bewusst wird, dass man es nicht verstehen kann und man soll es einfach leben. Und der Jackie bleibt vollkommen ruhig und ich bewundere ihn. Ich habe ihn echt bewundert für die Ruhe und sagt irgendwie, weil es Leute gibt, die das noch nicht wissen und denen wird auf diese Art und Weise, oder das ist die Hilfe, die sie anbieten. Du hast das auch schön gesagt vorher, Michaela, das ist, wenn beides zusammenkommt. Ja, aber es ist nicht jedem gegeben. Das ist wichtig. Deswegen, Buddhismus unterscheidet kleines und großes Fahrzeug. Es gibt Menschen, für die reicht das, und andere haben, die sind dann authentisch, wenn sie auch noch das Analytische dazu nehmen. Aber es ist nicht der alleinige Weg und es ist nicht notwendig. Und wenn wir auf irgendwas draufgekommen sind in den Religionen, dann sind das alles Wege, die dazu hinführen,
dass der Punkt erreicht wird, dass man zulassen kann, dass sich das Leben offenbart. Also es ist, mir ist keine Religion oder Heilslehre ist eine wichtige Unterscheidung. Wie kann die Menschen nicht dorthin führen, dass sie das Mysterium erleben können und eben aufhören mit dem ganzen Mindhassel? Naja, der Dalai Lama wurde ja auch gefragt wegen der Seele. Und er hat, entschuldige Michaela, und er hat nur bei, von den Engländern wurde gefragt, nicht Dalai Lama, Krishna wurde gefragt wegen der Seele. Und Krishna meinte nur, welche meinst du, die linke oder die rechte? Und zeigte dabei auf seine Füße. Und dann haben sie ihn mal gefragt, wie er das meinte. Und dann meinte Krishna Mutti ganz einfach, die Seele ist eine Erfindung der katholischen Kirche. So viel zu Krishna. Ja, ist ja ein mentales Konstrukt, ne? Das ist, steht außer Zweifel. Oder ist es eine Gegebenheit? Der Hinweis von ihm drauf, und das sagt er auch, dass sie nicht existiert. Dass es eine reine Erfindung ist der katholischen Kirche, dass sie nicht existiert. Ich habe das bei YouTube, habe ich mir das, den Satsang angehört, wo er das gesagt hat. Das ist eine ziemlich alte Aufzeichnung. Ja, das glaube ich schon. Also Seele ist ein mentales Konstrukt. Ne? Ich finde es interessant, dass die Physik zu dem Ergebnis mit der Feldtheorie im Wesentlichen aus meiner Sicht ein Seelenkonstrukt beschreibt. Ein Feld, das jeder Mensch hat oder alles hat. Das wäre das, was in allem ist. Das sind alles nur Werkzeuge, um etwas verstehen zu können. Aber dies, weißt du, in Asien haben sie unterschiedliche Konzepte von Wiedergeburt. In der katholischen Kirche gab es Wiedergeburt bis zum Konzil von Nicea, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Das war 53, oder? So um der, oder 57, eins von den beiden. Und dann ist man drauf gekommen, nein, gibt auch keine Wiedergeburt, dafür gibt es Himmel und Hölle. Mhm. Na gut, macht was mit den Leuten. Aber es sind alles Konstrukte. Es sind Rahmenbedingungen, innerhalb denen was möglich ist. Aber die sind, wenn man mal draufkommt, dass man sie hat, kann man frei wählen. Aber da werden wir wieder im Analytischen. Entscheidend ist, was man erlebt. Also, und auch schöpferisch ist das, was man erlebt. Also das ist Schöpferkraft, damit hätte ich mich beschäftigt. Mein Ergebnis wäre, Schöpferkraft ist das Feld, das man produziert zu dem Zeitpunkt, wo man ist. Es ist nichts, was man in der Zukunft entwickelt. Das Schöpferische ist der Ausdruck des aktuellen Seins. Deswegen ist es wichtig, dass es einem gut geht, weil dadurch wird diese Schöpferkraft konstruktiv. Und wenn man im Elend herumlaboriert, ohne dass es notwendig wäre, dann kriegt das eine destruktive Kraft, die sich kollektiv darstellt im Außen. Es ist entscheidend, dass man dafür sorgt, dass man etwas Gutes erlebt. Und das heißt nicht idiotisch herumrennen oder infantil denken. Es geht um einen Seinszustand. Ja, genau. Und die Formel, also bei mir funktioniert es halt so, das Wissen plus die Erfahrung ergibt die Weisheit. Wissen vergeht, die Erfahrung geht vorüber, aber die Weisheit bleibt dann. Und da waren wir dann vielleicht bei dem, was du meinst, dem sogenannten Seinszustand. Ja, wunderschön. Perfektes Beispiel für den Stern. Oder auch der Wassermann, der dann die Erfahrung, also dieses starre Konstrukt, was im Steinbock aus der Erfahrung und der Erkenntnis bewirkt, der das noch einmal aufbricht und sagt irgendwie, und das nehmen wir mit und transzendieren es dann ins Nächste. Super, schön. Ja, so wie die Seele, oder kann man eigentlich so sagen, das Fluidum. Und also wie die Frau, die es im Ozean wieder zurück reinkriegt, das ist eigentlich, glaube ich, auch so ein Hinweis, dass man eigentlich von dem ewigen Wiedergeburtenkreislauf befreit ist und in die Einheit wieder zurückgeht. Und je nachdem inkarniert man wieder oder nicht. Superschöne Interpretation für das Bild. Genau. Ja, genau. Zurück, nämlich auf die Erde und ins Wasser. Und ich frage mich, auf der Darstellung, die ich sehe, steht der rechte Fuß ja am Wasser. Die steht nicht im Wasser, die steht am Wasser. Hast du das auch? Ja.
Ja, ich glaube, das, was sie auf die Seiten gießt, glaube ich, das ist ja auch so symbolisch für die Fülle. Aber man sieht ja auch quasi, es ist auf der Erde, es inkarniert, aber es geht dann trotzdem wieder in den Ozean. Es geht zurück, ja, genau. Es ist wunderschön. Und was ich halt auch noch, der Ibisvogel hinten ist ja auch noch mit drauf und der Baum. Und ich glaube, die Karten ist ja generell beim Merkur, der Bote, der Vermittler zwischen die oberen und unteren Welten. So ist es. Hier sind wir. An dieser Stelle würde ich fragen, da wir schon an 2 Stunden herankommen, wir hatten schon eine wunderbare Zusammenfassung von euch beiden jetzt. Gibt's noch ein Schlusswort potenziell von, ja, jedem von euch jeweils? Ich fange einfach oben an bei der Anja. Okay, dann Stony. Oh ja, genau. Also, wo es ja nochmal zurückgegangen ist zu dem Stern, den gibt es hier halt auch in dem Maya-Kalender. Und den zu erkennen, ja, da steht der Spiegel gegenüber. Ja. Und das finde ich halt auch immer noch ganz wichtig. Also auch anknüpfend an das, was vorher alles gesagt wurde, ja, dass das dieser Erkenntnisprozess, ja, dass das ein geistiger Prozess ist, also eine Spiegelung, ja. Und auf der anderen Seite ist es eben der Stern, der so ist, ja. Und der kann sich selbst nicht spiegeln, der braucht im Grunde ein Gegenüber. Also wenn wir in die Sterne gucken oder an den Himmel gucken, dann sind wir der Spiegel, ja, der das erkennt, diese Harmonie. Ja. Und das ist so eine Polarität, die sich da über Spiegel und Stern jetzt im Maya-Kalender zum Beispiel abbildet. Aber ja, das ist halt eine Verständnisart, ja, und die führt eigentlich genau zu dem Gleichen. Nur ist es irgendwo nochmal so ein Kick, wo man was anders dann irgendwie nochmal rein sieht und denkt sich, ach ja, also ich habe das dann auch die feste Größe genannt, den Stern, ja. Das ist sozusagen das ist immer da, ja. Da kann man sich dran festhalten. Das ist so wie so ein fester Punkt, ja. Und auf der anderen Seite der Spiegel, der ist eigentlich so eine Unendlichkeit, ja, das ist ganz schwierig da irgendwo. Also wenn der Geist und die Gedanken losrennen, ja, so wurde ja eben schon gesagt, ja. Naja, gut, also das wollte ich noch da mal zufügen, ja, zum Schluss, ja. Danke für die Möglichkeit. Vielen Dank. Und du bringst noch zu einer Idee, weil ich zu Beginn von der langen Nacht der Seele gesprochen habe. In manchen Interpretationen wird auch gesagt, dass die Lampe, die der Eremit mit sich trägt in die Dunkelheit, dass da drinnen eine Repräsentation des Sterns ist. Also ganz in dem Sinne, der Stern ist immer mit dabei. Ja, genau. Und das ist ja immer so, der große Stern ist ja auch symbolisch der zukünftige Aufenthaltsort vom erlösten Geist, oder auch im Wasser, oder? Dass man in einen neuen Bewusstseinszustand übergeht, in die höhere Ebene, was die Karten auch symbolisiert. Ja, wer hätte sich's gedacht? Man schüttet nach unten aus und steigt trotzdem auf. Aber ja, ist ganz korrekt und auf jeden Fall auch diese Sicht im Sinne von eben zurück, auch wohl einen Schritt in die Einheit. So interpretiere ich die Karte zumindestens. Und innerhalb von diesem Leben ein Wunsch wird wahr. Michael. Ich finde das alles wunderbar, was jetzt noch zum Schluss kam. Das Bild ist sehr entzückend. Ich assoziiere zu dieser Dame mal eine Jungfräulichkeit und dass das ein jungfräuliches Wasser ist, das finde ich gerade noch zusätzlich sehr schön. Hat dieser Vogel irgendwas mit Feuer zu tun? Das ist ja der Ibisvogel, oder? Denn der, wo es ja auf dem Merkurstab auch drauf ist, das repräsentiert die Seele. Dann wäre das Bild irgendwie für mich vom Feuer gereinigt, sofern der Stern nicht das Feuer ist.
Also elementmäßig ist die Karte mit der Luft assoziiert. Ja, die Luft, die das Wasser überträgt. Das ist ein schönes Bild eigentlich, ne? Dass die Luft eine reinigende Wirkung da hat. Das wäre schön. Ist das jetzt ein Ende von mir? Ich bin so ahnungslos, was Tarot angeht. Ist das jetzt das Ende von einem Zyklus oder sind wir noch mittendrin? In meiner Wahrnehmung ist es so, jetzt für den zumindest einen schwierigen Aspekt dieser langen Nacht der Seele, ich kann das jetzt auch nochmal nachschauen, sind wir jetzt eigentlich durch, weil jetzt ist ja der Stern schon aufgegangen und bis daher war es jetzt eher sehr anstrengend, würde ich sagen. Ab dem Eremiten, dann eben Rat des Schicksals und dann vors Gericht und Erhängen und Tod, dann wieder ein bisschen zusammenflicken, Teufel, Zerstörung des Turmes. Und jetzt geht der Stern auf. Und dann kommt Mond, Sonne. Also allein auch von der Symbolik her, wenn wir uns vom Turm wegbewegen, was ja offensichtlich was auf der Erde gebaut ist, ist, wo man zwar hoch hinaus will, aber man hat eh gesehen, dass da der Blitz einschlagen muss, ist dann die Umorientierung, ich stelle es mir fast so wie vor, wie wenn der Turm ist eben weggesprengt, jetzt kann ich den Himmel wieder sehen. Was auch noch ganz kurz interessant ist, man sieht sie das erste Mal als die Herrscherin im Kleid mit die Blumen drauf. Dann das nächste Mal erscheint sie uns bei der Kraft, wieder mit demselben Gewand, hat dann die Blumen dann als Schutz. Beim nächsten Mal erscheint sie bei der Mäßigkeit, wieder mit dem gleichen Kleid, aber umgießen. Und beim Stern ist sie ja dann nackt, oder? Die Chambara, oder? Also nur mit dem Himmelskleid so quasi, also ist schon viel losgelöst von der materiellen Welt. Darf ich? Bitte. Der Stern, genau wie die Sonne, steht bei vielen Dingen auch wie die Aussage mit dem Licht. Das Licht beschwert. Wir kennen das mit, es geht uns ein Licht auf. Also das Licht steht immer, auch in, egal welche Symbolik ich nehme, für das Wissen. Der Turm in der Zerstörung ist nichts anderes in dem Kontext, so wie ich das, naja, gut, für mich jetzt halt. Es war ja mal der Turmbau zu Babel und da wurde das Wissen gesammelt. Dieser Turm wurde aber mit Absicht zerstört, weil dieses Wissen, da geht es auch um das Bewusstsein, um Aufstieg und alles, war nicht das Streben nach oben im Negativen, sondern die Menschen waren sich einig. Sie hatten dasselbe Wissen, auf was alles basiert ist. Man hat es schriftlich hinterlegt. Dieser Turm ist eigentlich eine Bibliothek. Und somit konnten sie immer auf dasselbe Wissen zurückgreifen. Folglich gab es weniger Uneinigkeiten und Streitigkeiten, also eine gute Basis. Bei der Zerstörung des Turmes kann man es so sehen, wenn man sich auf dieses nicht mehr verlässt, muss man nicht, weil wenn man wirklich diesen höheren Weg gegangen ist, also in einer anderen Bewusstseinsebene ist, dann hat man eben auf das gesamte Wissen immer Zugriff, weil das ja eigentlich diese, man kann es Matrix, auch das Feld der Möglichkeiten nennen, wo das ganze Wissen ja wirklich nicht verzeichnet ist, aber immer präsent ist und man kann es abrufen. Und so geht es auch bei dem Ausschütten und auch mit dem Stern um das Ausschütten des Wissens, um das Ausschütten oder Hineintauchen auch in ein höheres Bewusstsein, was wir gerade erleben. Also ist es gleichzeitig das Ende für ein altes, aber das der Neubeginn für was Neues, was aber nicht wirklich neu ist, sondern nur für uns jetzt, aber wir schon x-mal erlebt haben. Und was Michaela sagte mit der Frau im Kleid, ist es in dem Konzept Zusammenhang. Wenn wir in unserer Wahrheit stehen können, brauchen wir das Kleid nicht mehr. Dazu gibt es die Aussage, vor Gott nackt stehen können. Das heißt, du kannst in deiner Wahrheit wirklich stehen. Du kannst auch wirklich in deiner Präsenz stehen. Brauchst dich hinter keinen Kleidern, hinter nichts verstecken, hinter keinen Wenn und Aber und kannst auch zu dem, wie du bist und was du bist, stehen. Wirklich auch mit Fehlermacken, mit allem Möglichen und geradewegs auch dem Göttlichen ins Gesicht schauen und nicht mehr dieses gekrümmte, dienerische, auf dem Boden kriechende, sondern wirklich sagen, stopp, ich bin hier, ich stehe in meiner Wahrheit, auch nackt.
Ich kann mich zeigen, wie ich bin. Ich habe mich selbst erkannt. Wunderbar. Dann ein letztes Mal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank an alle Zuhörer, alle, die nochmal Tschüss sagen möchten. Jetzt ist die Möglichkeit. Dann sage ich alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Bleibt geschmeidig. Alles Liebe. Ciao. Radio Okie-Tokie, Radio Okie-Tokie, von Mensch zu Mensch.